Guten Abend, ich begrüße Sie zum XXP-Schwerpunkt. Das Thema heute: Erich Honecker. Vor kurzem, am 25. August, wäre er 90 Jahre alt geworden. Fast zwei Jahrzehnte lang war Erich Honecker Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, SED. Von 1971 bis 1989 hat er die Geschicke und das Schicksal von 17 Millionen DDR-Bürgern bestimmt und auch in das Leben vieler Bundesbürger entscheidend eingegriffen. Meine Gäste heute im Studio: Peter Michael Diestel, der letzte Innenminister der DDR, heute als Anwalt in Potsdam tätig, und Norbert Pötzel, langjähriger Spiegelredakteur und Autor des soeben erschienenen Buches Erich Honecker, eine deutsche Biografie. Wir unterhalten uns gleich ausführlich. Am 29. Mai 1994 starb der einst mächtigste Mann der DDR mit 81 Jahren im Exil in Chile. Am 25. August wäre er 90 Jahre alt geworden. Mit preußischem Exerzierschritt marschierte man dem Ende entgegen. 7. Oktober 1989, 40. Geburtstag der DDR. Letzter öffentlicher Auftritt eines Staatschefs. Staatsbegräbnis mit militärischen Ehren. Auf unseren Nationalfeiertag, den 14. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Ohne es zu wissen und wohl auch ohne es wissen zu wollen, ein letztes Prosit auf den real existierenden Sozialismus. Bei der Ankunft von Michael Gorbatschow in Berlin-Schönefeld sagt Erich Honecker einen Satz, den einzigen wohl, den Journalisten von ihm je zitiert haben. Die Totgesagten leben lange. Hey, Herr Honecker, wie fühlen Sie sich denn heute Morgen? Na, aus der Zeit, wenn solch vor den Gästen. Ich fühle mich wie in Berlin heute. Die ideologischen Differenzen zwischen den Genossen aus Russland und Deutschland in Bezug auf Glasnost und Perestroika werden vom DDR-Fernsehen in gewohnter Manier glattgebügelt. Herzliche Begrüßung zweier Männer, die sich persönlich gut kennen, aus kontinuierlichen Begegnungen der letzten Jahre. Eineinhalb Jahre später, Besuch bei Erich Honecker im sowjetischen Exil. Inmitten des weitläufigen Sokolniki-Parks im Norden Moskaus hat der ehemalige Staats- und Parteichef der DDR Unterschlupf gefunden. In einer Außenstelle des General-Mandrika-Hospitals. Hier dürfen verdiente Mitarbeiter des sowjetischen Machtapparates ihre Leiden auskurieren. Der gesamte Komplex ist hermetisch abgeriegelt, Zugang nur mit Genehmigung von höchster sowjetischer Stelle. Suite Nummer 603. Schade, dass es keine Sonne da gibt. Ja? Der alte Herr muss auf seine Gesundheit achten. Ehefrau Margot Honecker, geborene Feist, ehemalige Ministerin für Volksbildung und verantwortlich für die Zwangsadoptionen in der DDR, übernimmt die Führung. Und? Naja, hier ist alles für die erste Hilfe. Ja. Am Anfang waren die Geräte noch angeschlossen. Jetzt sind sie glücklicherweise, brauchen sie nicht mehr angeschlossen rein, aber die Ärzte sagen, sicher ist sicher. Ja. Ja, und so leben wir das. Margot und Erich Honecker, die letzten Republikflüchtigen. Seit anderthalb Jahren. Man gewöhnt sich. Man gewöhnt sich. Man kann sich an alles gewöhnen. Ja, nach so vielen Jahrzehnten Arbeitsleben ist das natürlich nicht gerade geruhsam. Das hätte sich der Organisator des Mauerbaus in Berlin 1961 wohl nicht träumen lassen, dass auch er das Gebiet seiner Republik einmal fluchtartig verlassen würde, wenn auch in umgekehrter Richtung, als Hunderttausende seiner Untertanen. Die Hexenjagd auf ehemalige Mitglieder der SED in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Der Versuch, die SED als verbrecherische Organisation abzustempeln, die Ausgrenzung von Lehrern, Wissenschaftlern, Richtern, Staatsanwälten, ja die Abwälzung aller Lasten der Vereinigung auf die Schultern der Arbeiter, der Bauern und Rentner, der Frauen, der Jugend, sie hat Ausmaße angenommen, die alle ehrlichen Menschen in der Welt zutiefst beunruhigen müssen. Das sozialistische Weltbild, es stimmt für ihn noch immer. 1912 in Neuenkirchen Saar geboren, engagierter Sozialist, dann Kommunist. 1935 von der Gestapo festgenommen und vor dem Volksgerichtshof zu 10 Jahren verurteilt. 1945 freigelassen, begann er sofort den Aufbau der kommunistischen FDJ.
aufstrebender Jungfunktionär, politischer Ziehsohn des DDR-Gründers Walter Ulbricht, den er 1971 mit Hilfe der Sowjets absetzte und als Partei- und Staatschef beerbte. Der kleine und der große Bruder genügten dem vorgeschriebenen Protokoll. Leonid Brezhnev und die KP-Chefs Osteuropas drückten dem neuen Mann in Ost-Berlin das proletarische Gütesiegel auf. Erich Honecker und das um 2 Mitglieder erweiterte Politbüro demonstrierten auf dem 8. Parteitag der SED den neuen kollektiven Führungsstil. Den 2100 Delegierten empfahl sich Honecker als linientreuer Sohn des Volkes. Mit allen Menschen wollen wir für alle Menschen die sozialistische Gesellschaft immer vollkommener gestalten. Nichts wird bei uns um seiner selbst willen gemacht. Alles, was wir tun, dient dem Wohle unserer arbeitenden Menschen. Todesstrafe. Oder wie fühlen Sie, wie betrachten Sie Ihren Status jetzt? Oder als nur als Kurpatient oder Heilpatient? Wie Sie wissen, befinde ich mich gegenwärtig zum ersten Mal im politischen Asyl. Das wurde mir aufgrund meiner Bitte gewährt, weil solange der Haftbefehl besteht, ich selbstverständlich nicht Absicht habe, nach Deutschland zurückzukommen. Nach der Wende und der Absetzung durch seine eigene Partei war Honecker zunächst in die Berliner Charité eingeliefert worden. Als sein Gesundheitszustand es einigermaßen erlaubte, wurde er aus der Klinik heraus verhaftet. Von frisch gewendeten Staatsanwälten aus seinem eigenen Justizapparat. Vorwurf wörtlich: Herr Honecker, Sie werden beschuldigt, Hochverrat gemäß § 96 Strafgesetzbuch begangen zu haben. Honecker wies die Anschuldigung empört von sich. Er habe sich als Staatsratsvorsitzender, Generalsekretär der Partei und Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates strikt an die Verfassung gehalten, die der DDR, also die selbstgemachte. 2 Tage nach seiner Festnahme wurde Honecker aus gesundheitlichen Gründen wieder auf freien Fuß gesetzt und fand Zuflucht bei einem evangelischen Pfarrer in Lobetal bei Berlin. Doch auch der Aufenthalt bei einem Opfer seiner Politik mobilisierte keinerlei Einsicht in das Unrecht des Stasi-Staates. Ja, was da so in den Zeitungen und Zeitschriften an Gräuelmärchen steht, das mag vielleicht ein bisschen kühl klingen, wenn man sagt, es bewegt uns nicht mehr. Es hat uns schon bewegt, wie Journalisten Hexenjagd gemacht haben auf Honecker und Freunde, Genossen und so weiter. Alles durch den Dreck gezogen haben. Natürlich bewegt das. Aber inzwischen, also, muss man sagen, man weiß, warum sie es tun. Natürlich ein Teil der gesamten Kampagne sind zur Einstammung von guten Erinnerungen an die Deutsche Demokratische Republik. Im April 1990 flüchtete Honecker sich zu den alten Verbündeten, die den Zusammenbruch seines Staates nicht verhindern konnten oder wollten. Er zog ein ins sowjetische Militärhospital Belitz bei Berlin, streng abgeschirmt wie schon zuvor. Und in einer angeblich geheimen Mission wurde er am 13. März 1991 von den Sowjets ausgeflogen in die UdSSR. Das muss man doch als normal betrachten. Das eine Sache nur vielleicht, damit die nicht so untergeht. Mein Mann hatte ja gar keine andere Möglichkeit, sich behandeln zu lassen in Deutschland. Erstens mal muss man sagen, dass damals bei der Operation verschiedene Ärzte der Charité ihr Bestes gegeben haben. Aber ansonsten haben sich Ärzte nicht hervorgetan, den Patienten Honecker zu betreuen. Ich möchte nur unterstreichen, dass ich bereits am Vorhin sagte, dass aufgrund einer guten Verschlechterung meines Gesundheitszustandes die Verlegung von Belitz nach Moskau hier erforderlich war. Und meine Frau hat mit Recht darauf hingewiesen, dass ich nicht die Absicht hatte, mich zum zweiten Mal also verhaften zu lassen. Natürlich also ist er nicht ausgezeichnet, das kann ich nicht sagen.
wenn Sie allein die Entwicklung in Deutschland betrachten, so denke ich an Heinrich Heine. In der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht. Um den Schlaf gebracht hat ihn früher so schnell nichts. Nicht der offenkundige Militarismus eines sich antimilitaristisch gebenden Staates. Nicht die Gestapo-Methoden der Staatssicherheit im Namen des Antifaschismus. Nicht die mühsam getarnte Wirtschaftskatastrophe, nicht die massenweise Flucht der Bürger. Warnkommando! Halt! Fahne senkt! Und nicht die Todesschüsse an Mauer und Stacheldrahtzaun. Auferstanden aus Ruinen, Text der Nationalhymne und ständige Erinnerung an die Stunde Null. Jeder Fortschritt in der DDR wurde gemessen an der Zeit bis 45. Auferstanden aus den Ruinen des Zweiten Weltkrieges, erreichte die DDR den höchsten Lebensstandard unter den sozialistischen Ländern. Doch gemessen am Westen war das nicht viel. Und trotz politischer Anerkennung als souveräner Staat blieb die DDR bis zu ihrem letzten Tag in ihrer Existenz abhängig vom großen Bruder Sowjetunion. Die Politik der DDR, sie wurde in Moskau gemacht und auch ihr Untergang, er wurde dort genehmigt. So ist es nur konsequent, dass die Sowjets in einem letzten Rest von Solidarität ihrem Statthalter Zuflucht bieten. Lesen der Zeitung, informieren uns. Ja. Freundlicherweise haben wir einen guten Fernsehapparat bekommen. Bekommen Sie auch die Zeitungen? Alle Zeitungen zweimal in der Woche. Das heißt, dann haben wir immer tüchtig zu lesen. Nun, ich muss doch hier unterstreichen, dass die Deutsche Demokratische Republik so ein souveräner, international anerkannter, auch von der BRD anerkannter Staat war. Der Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, ist am Montagvormittag zu seinem fünftägigen offiziellen Besuch in der BRD eingetroffen. Montagmorgen in Bonn. Um 10.30 Uhr fuhr Erich Honecker vom Flugplatz kommend in einem Mercedes 600, der den Standard der DDR führte, am Amtssitz des Bundeskanzlers im Regierungsviertel der Bundeshauptstadt vor. Helmut Kohl erwartete seinen Gast und entbot ihm, als er aus dem Wagen stieg, den ersten Willkommensgruß. Auf dem roten Teppich stellten sie sich den Kameraleuten und Fotoreportern. Dann erklangen die Hymnen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland. Die scheinbare Souveränität seines Staates hatte Honecker teuer erkauft, teuer für die Bürger seiner DDR. Von Stunde zu Stunde wurde so unsere Grenze immer mehr zu einem festen Bollwerk gegen Revanchismus und Krieg. Als sei die Mauer nicht von Anfang an dazu gebaut worden, die DDR-Bürger an der Flucht zu hindern und so den Staat vor dem Zusammenbruch zu schützen. Und wie wichtig die Mauer für den Bestand der DDR war, zeigte sich am Tag, als sie fiel. Da war es um die DDR geschehen und jenen Mann, der den Bau der Mauer mitorganisiert hatte, Honecker. Am 9. November 1989, als am Grenzübergang Bornholmer Straße die Menschen massenhaft von Ost nach West strömten, hatte Honeckers Arbeiter- und Bauernparadies praktisch aufgehört zu existieren. Rund 200 Menschen hatten in der 40-jährigen Geschichte der DDR ihr Leben an der Mauer verloren. Im November 1990 erlässt das Amtsgericht Tiergarten deshalb Haftbefehl gegen Honecker wegen Verdachts des Totschlags im Zusammenhang mit dem Schießbefehl an der Mauer. Welches Recht maß sich die deutsche Geschichte an, über die Geschichte zu urteilen? Woher will sie sich das Recht nehmen, über 40 Jahre
deutsche und internationale Geschichte zu urteilen. Die Mauer, aus Honeckers Sicht in Auftrag gegeben vom Warschauer Pakt und abgesegnet von der Volkskammer, da bleibt kein Raum für eigene Verantwortung, kein Platz für Schuld oder gar Reue. Im Dezember 1991 war das Ehepaar Honecker in die chilenische Botschaft in Moskau geflüchtet, nachdem die russische Regierung beschlossen hatte, die beiden auszuweisen. Das vorübergehende Exil endet im Juli 1992. Die chilenische Regierung hatte Honecker schon im März mitgeteilt, sie betrachte ihn nicht mehr als ihren Gast und ihn zum Verlassen der Botschaft aufgefordert. Am 29. Juli wird Honecker mit einer Maschine der Aeroflot von Moskau nach Berlin geflogen und noch am selben Abend in das Gefängnis Moabit eingeliefert. Am nächsten Morgen präsentiert man ihm die Haftbefehle. Im August wird Honeckers schwere Leberkrebserkrankung bekannt. Das Gericht entscheidet dennoch, er bleibt in Haft und ist verhandlungsfähig. Und am 12. November 1992 wird der Prozess gegen Honecker und fünf weitere Mitglieder des ehemaligen Verteidigungsrates der DDR eröffnet. Doch schließlich Kehrtwendung. Am 12. Januar wird der Prozess gegen Honecker eingestellt, der Haftbefehl wird aufgehoben. Schon am nächsten Tag verlässt Erich Honecker Deutschland. Abgang unter Staatsbegleitung. Über den Wolken beginnt die mediale Schlacht um Existenzielles. Was trinkt ein Kommunist auf der Flucht? Sekt oder Selters? Sitzen Sie hier? Den Transport zur Familienzusammenführung besorgt ein Jet mit dem bezeichnenden Namen Rothenburg. Zunächst. Der Weg zu Margot Honecker führt über Frankfurt. Nach 169 Tagen in den Fängen der Bourgeoisie bezieht der Revolutionär im Wartestand Posten in Reihe 7, Platz A. Gelassen erträgt Honecker die feindlichen Objektive, die bohrenden Fragen und bleibt stumm. Dann jagt der Lufthansa-Flug 432 in den verregneten Himmel der deutschen Hauptstadt. Von Frankfurt aus geht es weiter mit einem brasilianischen Jumbojet in die Sonne Südamerikas. Die Freunde vom Berliner Solidaritätskomitee haben klug gebucht. Sitzplatz 13a. Ein gutes Omen, meint Honeckers Begleiter, ein stadtbekannter Stalinist. Und am 13. August wurde schließlich die Mauer gebaut. Der Ex-Vorsitzende des Staatsrates und Generalsekretär der Partei dem Exil entgegen, irgendwo über dem Südatlantik. Das Morgenrot draußen bleibt eine meteorologische Erscheinung. Ein Redakteur offeriert Honecker Erbauungsfotos aus der staatsmännischen Ära. Darunter auch ein Gruppenbild mit dem Genossen Gorbatschow. Möchtest du uns hier lieber weg hier? Wollen Sie nicht? Ach so, nee, das wollen wir nicht. Das wollen Sie nicht. Hier sind wir, ja. Platz der Akademie. Platz der Akademie. Das ist Gendarmenamt. Ja. Und große Veranstaltung damals. So ist die. Wenn Sie es vielleicht dazu behalten wollen, dass Sie das hier auch wieder. Das wollten Sie nicht. Nein. Die Enttäuschung zu groß. Und dann geht es in 10.000 Metern Höhe, alles seinen sozialistischen Gang.
Das Etappenziel Sao Paulo vor Augen, gibt sich der Exilant ins B zwangslos. Dann geht es über die Anden nach Santiago de Chile. Im fernen Deutschland entwickelt sich währenddessen die Prozessfarce gegen den ehemaligen DDR-Chef zur Groteske. Ein Nebenklägeranwalt beantragt die Fortsetzung des Prozesses. Die Berliner Staatsanwaltschaft legt Beschwerde gegen die Aufhebung des zweiten Haftbefehls ein. Strafanzeigen werden gestellt gegen die für die Freilassung verantwortlichen Mitglieder des Berliner Verfassungsgerichtshofes. Das Kammergericht verkündet, der Prozess sei gar nicht eingestellt, man habe einen Formfehler entdeckt. Den alten Mann auf dem Flughafen von Santiago kann das alles nicht mehr erschüttern. Nach 22 Stunden Flug hat er sein Ziel erreicht. Eine letzte Zuflucht bei chilenischen Freunden. Das letzte Kapitel im Leben des Erich Honecker ist angebrochen. Es dauerte 16 Monate lang. Jetzt stelle ich Ihnen noch mal meine Gäste vor. Im Studio haben wir heute Peter Michael Distel, der letzte Innenminister der DDR. Heute tätig als Autor in Potsdam. Und Norbert Pötzl, langjähriger Spiegelredakteur und Autor der neuen Erich Honecker-Biografie. Herr Pötzl, viele Biografen haben sich ja schon an der Person, an der Persönlichkeit Honeckers versucht und versucht, sie zu ergründen. Was haben Sie denn Neues herausgefunden? Also ich will in aller Unbescheidenheit mal sagen, dass es, glaube ich, die erste Biografie ist. Es hat einige Ansätze dazu gegeben, die bisher erschienen sind. Ich habe versucht, mal wirklich das ganze Leben geschlossen zu erzählen. Dies habe ich vor allem dadurch gemacht, dass ich Zeitzeugen befragt habe, also Weggefährten, Gesprächspartner, halb aus Ost, halb aus West, damit es einigermaßen ausgewogen ist. Und was Neues ist, denke ich, ist zum Beispiel das Verhältnis Erich Honeckers zur Sowjetunion. Wenn man also bedenkt, dass er aus früher Jugend von dem Lande Lenins, von dem er geschwärmt hat, geprägt war und wie er mit Moskaus Hilfe in sein Amt gekommen ist, wie er Walter Ulbricht eben abgelöst hat mit Hilfe des Kreml und wie er sich dann von 1979-80 an, lange vor Gorbatschow, von der Sowjetunion abgewandt hat. Es fing an mit Kritik am Afghanistan-Einsatz der Sowjetunion, eine ziemlich verhaltene noch. Es ging weiter mit dem Dilemma um gestoppte Öllieferungen aus der Sowjetunion. Und dann der Streit um seinen Besuch in der Bundesrepublik. Die Sowjetunion hat ihn immer daran zu hindern versucht, hat ihr Veto eingelegt, bis er schließlich, ich glaube, das ist auch eine neue Mitteilung, ohne Gorbatschows Ja nach Bonn gefahren ist. Herr Pötzl, wenn wir noch mal das Politische so ein bisschen außen vor lassen. Was war Honecker für ein Mensch? Das ist natürlich schwer in wenige Worte zu fassen. Er entspricht jedenfalls nicht nur dem Klischee des mausgrauen, intellektuell überforderten, des natürlich miserablen Rhetorikers, das wissen wir alle. Aber dahinter steckte natürlich auch einer, der mit Macht umgehen konnte, denn sonst wäre er nicht in diese Position gelangt, der sehr trickreich sein konnte, der sehr flexibel sein konnte, was also viele überraschen wird, und der vor allem auch sehr schlitzohrig war. Soll ich Ihnen ein Beispiel dazu nennen? Gerne. Also beispielsweise als die Stasi mal versagte, Johannes Rau war in der DDR und es wurde ihm aus dem Publikum ein Brief gereicht, das hätte verhindert werden sollen, dann sagte er nicht etwa, das hätte man doch mit Gewalt verhindern müssen, hätte man brachial dazwischen gehen müssen, sondern sagte, das hätte man doch pfiffiger machen können. Ich glaube, das ist so ein Eindruck davon, dass er
in solchen Kategorien von Schleue, von Bauernschleue dachte. Mhm. Vielleicht erzählen Sie uns noch mal, wie war so sein familiärer Hintergrund, vom Ausbildungsstand auch her, von der beruflichen Qualifikation? Also er war ja ein nicht völlig ausgebildeter Dachdecker. Das heißt, er hat die Dachdeckerlehre abgebrochen, um sich hauptberuflich der Politik zu widmen. Das war 1930 und von da an hat er dann also praktisch nur kommunistische Lehrinstitute besucht. Mhm. Ja, das ist sein familiärer Hintergrund ist, dass er im Saarland geboren war als Sohn eines Bergarbeiters. Auch die Vorfahren Großeltern mütterlicherseits, also der Großvater mütterlicherseits war Stahlarbeiter. Also er war eigentlich ein typischer Proletarier dieser Zeit, also nach dem Ersten Weltkrieg aufgewachsen. Herr Distel, Sie sind ja ein Kind der DDR, kann man sagen, in der DDR geboren und aufgewachsen. Als Honecker 1971 die Geschäfte von Ulbricht übernommen hat, was hat man sich da gedacht? Hat man sich gedacht, jetzt wird alles besser? Also ich war damals auch ein sehr junger Mensch und hab mir schon gedacht, dass mit dem relativ jugendlichen Honecker sich einiges verändert. Und es hat sich ja für uns auch wahrnehmbar einiges geändert. Was hat sich denn für Sie geändert damals? Also ich kann mich noch an das furchtbare Sächsisch von Walter Ulbricht erinnern. Ich konnte mich an diesen furchtbaren Spitzbart, an die Witze, die wir nicht erzählen durften und so weiter. Ich dachte, es wird alles ein bisschen offener, ein bisschen jugendlicher, ein bisschen farbiger, ein bisschen bunter. Und das ist ja dann partiell auch eingetreten. War Honecker so eine Symbolfigur? Und wenn, wofür stand denn diese Symbolfigur? Also für mich selber war er nie eine Symbolfigur. Honecker war sehr wohl eine von den Figuren, derenthalb ich sage mal, in die Politik gegangen bin. 1988, 89 und einfach diese Honeckers nicht mehr wollte. Und er ist dann wieder für mich eine Symbolfigur geworden, in ganz anderem Sinne. Als ich ihn dann persönlich kennengelernt habe, erlebt habe, mit ihm gesprochen habe, mit ihm gewandert bin und festgestellt habe, dass genau das eintritt, was Pötzl erläutert hat, ein ganz schlichter, einfacher, für mich wahrnehmbar durchschnittlicher, alter, von der Krankheit gezeichneter Mann, der mir mein Feindbild zerstört hat. Mein persönliches Feindbild, und das hat man dann ja auch in der Politik irgendwie gemerkt. Aber Entschuldigung, wenn ich da dazu einwenden möchte, man darf es natürlich nicht nur von diesem Schluss her sehen, weil es dann läuft man sehr schnell Gefahr, es sentimental vielleicht zu sehen oder auch zynisch, je nach Temperament. Herr Pötzl, es ist so, Honecker war natürlich verantwortlich für das Honecker-Regime. Er war der personifizierte Gegenpol für all die Dinge, gegen die wir an sich die Wende gestaltet haben. Und dann habe ich ihn kennengelernt und dann sind meine Vorurteile zusammengebrochen. Er war durchschnittlich. Er konnte nicht reden. Er war krank. Er hat mein Mitleid. Er hat mein tiefes, aufrichtiges Mitleid gehabt. Und die Leute, die Persönlichkeiten in meiner Umgebung, der Mob auf der Straße vielleicht auch, hat ihn zum ersten Feindbild auserkoren. Das heißt, ich musste als Innenminister mich um Miete kümmern, um Rentenzahlungen. Ich musste den Leuten erklären, dass jemand, der nicht rechtskräftig verurteilt wurde, natürlich auch nicht an den öffentlichen Pranger gestellt werden kann. Ja, Sie haben gerade gesagt, wie Ihr Feindbild auch gebröckelt ist dann sozusagen. Aber hat es davor mal eine Zeit gegeben, wo Honecker eine Person war, vor der man auch Angst haben konnte oder Angst hatte? Nein, Angst nicht. Aber ich habe natürlich nicht diesen unterformatigen, für mich wahrnehmbar unterformatigen Menschen erwartet. Ich habe immer gedacht, na, die Genossen, die werden sich doch was dabei denken. Ich habe die Plinnen gelesen, ich habe die Veröffentlichung im Neuen Deutschland gelesen und habe gesagt, ja, die werden das schon besser wissen als du. Du begreifst nicht alles, du hast nicht diese Einsicht. Für mich war sehr wohl enttäuschend und ernüchternd, als ich dann einen ganz durchschnittlichen, einfachen, wie gesagt, von der Krankheit gezeichneten Mann erlebt habe, dem man helfen musste und der für ein Feindbild in Gänze nicht geeignet war. Mhm. Es wird ja häufig gesagt und geschrieben, Erich Honecker war die Marionette in der Hand seiner Frau Margot gewesen. Würden Sie beide dieses Bild bestätigen und wenn ja, also worauf fußte dieses Bild? Ich habe beide zusammen erlebt und muss sagen, Frau Honecker war zweifelsfrei sehr agil, auch anstrengend. Aber man merkte sehr wohl, wenn man beide beobachtet hat, dass er die Hosen anhatte im klassischen Sinne. Darüber hinaus glaube ich schon, dass er das mit dieser Frau nicht einfach hat. Aber jeder Mann hat sein Kreuz zu tragen, auch Erich Honecker. Mhm. Also ich berufe mich da auf seinen früheren Kanzleichef, Frank Joachim Herrmann. Mhm. Der berichtet also, dass
Ja, natürlich in der Politik, da war es unbestritten. Da war er autark. Da war er autark. Ja. Aber zu Hause lebt er offensichtlich in den Widersprüchen. So ungefähr drückt wie er sich wir auch, aus. Ja, plötzlich. Ja, ja, aber er meint damit, er drückte sehr vorsichtig aus. Er stand schon irgendwie unter dem Pantoffel. Und wenn man... Das war dieses, ja auch eine schöne Frau, Herr Pötzl. Ja, ist ja in Ordnung. Nur wenn man beispielsweise... Ehemals schöne Frau. Wenn man dieses Interview, das dann in Moskau geführt wurde von ADN, sieht, da merkt man ja auch, wie sie Regie führt. Natürlich. Wie sie sagt, darauf sagen wir jetzt zum Beispiel mal nichts. Wenn wir einen Kompetenzvergleich der beiden, Erich und Margot Honecker, jetzt mal anstellen würden, wie hat sie da abgeschnitten? Also sie war natürlich ganz fachlich spezialisiert auf diese Arbeit als Volksbildungsministerin. Das war sie ja schon seit den frühen 60er Jahren, also lange bevor Erich Honecker an die Macht kam. Mhm. Nicht, das war sie ja schon unter Ulbricht. Und sie war, das muss man ja auch sagen, sie war verantwortlich für das ganze Schulsystem. Sie war auch verantwortlich für das, was ihr heute noch vorgeworfen wird, die Zwangsadoptionen von Kindern von Republikflüchtigen. Sie war mit Sicherheit, ich will ihr persönliches Erbe nicht bewerten, aber eine ernstzunehmende Frau, die ihre Umgebung geführt hat, die ihre Umgebung auch geprägt hat und die natürlich das alles auch bestimmt hat, dass sie in ihrem Ministerium auch umgeben hat und dass sie erfasst hat. Ich glaube schon, dass beides irgendwie starke Persönlichkeiten waren. Und ich habe diese Stärke in den persönlichen Begegnungen gesucht, vor allem bei Erich Honecker. Ich kann mich erinnern, dass der Wolfgang Vogel dann die Frau Honecker zur Seite genommen hat, weil wir über wichtigere Dinge sprechen mussten. Und dann war sie aber auch diszipliniert und hat das Gespräch freigegeben. Bei Erich Honecker habe ich die Tiefe gesucht, das gesucht, was einen Führer auszeichnet. Das habe ich nicht gefunden. Aber es muss natürlich da gewesen sein, so wie das Pötzl beschrieben hat. Ich höre sofort auf zu reden, bei der Klaviatur, die er gespielt hat mit den Russen in diesem unwirklichen Parteiensystem und so weiter. Ihre Begegnungen mit Erich Honecker, meinetwegen auch noch mit Margot Honecker, unter welchen Bedingungen haben die stattgefunden? Die haben unter ganz eigenartigen Bedingungen. Also Honecker hat mich mit Herrn Minister angesprochen und Frau Honecker auch. Und Sie ihn? Herr Honecker und Frau Honecker. Mhm. Beide waren, glaube ich, damals krank. Ich glaube, auch Frau Honecker war krank in Belitz. Sie sind von sowjetischen Soldaten bewacht worden, von sowjetischen Ärzten behandelt worden. Sie wohnten erbärmlich. Diese Räumlichkeiten, ich habe mich geschämt, dass jemand, der nicht rechtskräftig verurteilt ist in einem System, das ich zum großen Teil als Innenminister und Vizekanzler zu verantworten hatte, dass man sie so unwürdig dort untergebracht hat. Ich habe mich geschämt, dass es russische Truppen waren und nicht wir selber, die sich gekümmert haben um diesen Mann, der wie auch immer eine tragische historische Persönlichkeit war und damals kein verurteilter Rechtsbrecher. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. In welcher Stimmung war denn er? Wie war die Atmosphäre? Also die Atmosphäre war, Honecker hat von mir viel gelesen, viel gehört und er war, es klingt komisch, aber er war irgendwie ergriffen, dass ich ihn besucht habe, dass der Innenminister selber kommt und sich um seine Rente, um seine Wohnung, um sein Wohl kümmert. Das hat ihn ergriffen und wir haben auch ein bisschen über die Zeit geredet, bevor ich in die Politik gegangen bin. Und er sagte, Herr Distel, warum haben Sie denn nicht zu uns gefunden? Da habe ich ihm gesagt, Herr Honecker, immer wenn ich irgendwo eine Prüfung abgelegt habe und gute Noten, dann haben Sie mich immer ausgegrenzt. Aber Herr Distel, ich kannte Sie doch gar nicht. Ich sage, doch, Herr Honecker, Sie haben solche Leute wie mich immer hinten angestellt und haben die mit durchschnittlich bis genügend dann an die Positionen gesetzt, die Sie haben wollten. Dann sagt Honecker, für mich völlig logisch und auch desillusionierend, jawohl, Herr Distel, die Arbeit mit den Kadern, das war unser Problem. Und da war das, was ich ihm sagen wollte, im Grunde verpufft und da hatte er eine Erklärung für alles. Ich habe im Ergebnis dieser Gespräche, muss ich mal sagen, ist mein Feindbild umgekippt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, du und die anderen 16 oder 17 Millionen, ihr seid diesem an sich Mann hinterhergelaufen. Wo ist die Größe? Wo ist das, was... Das hätten doch seine persönliche Umgebung, ich sicherlich nicht als einfacher Bürger in Leipzig, aber seine persönliche Umgebung hätte doch diese Durchschnittlichkeit erkennen müssen. Helmut Kohl hat ja offenbar mal gesagt über Erich Honecker, irgendwie menschlich, aber auch seltsam. Welche Eindrücke haben bei Ihnen überwogen? Das Menschliche oder das Seltsame? Ich glaube, das hält sich die Waage. Es kommt immer darauf an, aus welcher Blickrichtung man es betrachtet. Also wenn man es, ich sag's nochmal, im Nachhinein betrachtet, dann wird natürlich dieses Menschliche sehr viel stärker werden. Aber man muss natürlich als Biograf
vor allem die Vorgeschichte auch erklären. Und dazu gehört natürlich dann auch dieses System. Also die Leute um ihn herum, das waren natürlich einerseits auch keine dummen Leute, keine ganz dummen Leute, aber andererseits, es hat keiner den Mund aufgemacht. Nicht? Sie haben ihn alle... Aber Herr Pötz, ich habe dann mit vielen gesprochen. Und den Eindruck, den ich hatte, dann bestätigt haben. Welche? Die gesagt haben, er konnte einen ganz kleinen Teil der Klaviatur bedienen. Und das konnte er so perfekt, dass er eben diese ganzen Palastintrigen über eine große Anzahl von Jahren überstanden hat. Aber er konnte zweifelsfrei nicht frei reden. Er hatte keine humanistische Bildung. Aber er war irgendwie über diese begrenzten Talente, über die er verfügt hat, die hat er fantastisch beherrscht. Ja, weil dieses ja alles in diesem geschlossenen Raum, im Politbüro. Sich abspielte, im Rat der Götter. Ja. Da waren also dann etwa 2 Dutzend Leute, die ihm, ich sag's nochmal, die ihm nicht widersprochen haben. Nicht? Also Egon Krenz beispielsweise sagt heute, natürlich hat er mir nicht den Mund verboten, natürlich hätte ich reden können, nur ich habe es nicht getan und die anderen haben es auch nicht getan. Und dadurch konnte er so agieren. Nicht? Und in seiner Beschränktheit, sage ich jetzt mal so platt. Wir sind jetzt schon mehrfach drauf gekommen. Offenbar Erich Honecker, ein Mann der Widersprüche. Und Sie haben es ja auch geschrieben in Ihrem Buch. Auf seinen Lebensstil angesprochen, hat er doch wohl ganz gerne gesagt, ja, er habe einen ganz normalen Lebensstil. Er führe ein Leben wie ein DDR-Durchschnittsbürger. Dem war aber nicht so in Wirklichkeit. Jedenfalls nicht ganz. Wie groß waren denn die Unterschiede? Also es stimmt natürlich, dass er einerseits, wenn man dieses Haus in Wandlitz anguckt, dies war keine Prunkvilla, sondern das war fast ein bausparer Eigenheim. Mittlerer Klasse. Ja, ja. Das war nicht das Besondere. Das Besondere war dann die Ausstattung. Auch nicht keine goldenen Wasserhähne, aber es war Westsanitäranlagen, die andere nicht haben konnten. Dinge, die funktionierten, wo es bei den anderen eben nicht funktionierte. Ne? Waren im Kaufhaus, in der Kaufhalle in Wandlitz, Westwaren nur vom Feinsten. Insofern natürlich privilegiert. Nur er hat es auch überhaupt nicht wahrgenommen, offensichtlich. Kleine Anekdote dazu, die Wolfgang Vogel erzählt hat, denn nach der Wende mal gefragt hat, sind Sie denn mal in einer normalen Kaufhalle gewesen? Und er sagte, ja, ich war in Zeuthen. Er sagte, ja, und wie war es da? Er sagte, ja, das war ganz normal, wie bei uns in Wandlitz auch. Gut gefüllte Regale. Er sagte, und waren Sie da angemeldet? Ja, natürlich, das musste ja sein, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Und da sagt Vogel, da ist er nicht drauf gekommen, ja, dass das alles für ihn extra hingeschafft worden war. Ja. Aber ich meine auch zum Beispiel sein Lebensstil, wenn er sagt, er wäre ein Gleicher untergleichen gewesen. Mit seinen ganzen, mit der Jagd, mit diesem exklusiven Jagd, Hobby natürlich. Der Jagd, mit den ganzen Wagen, natürlich auf Westniveau, Westberliner Luxusausstattung. Das muss ja bei ihm sowas wie Realitätsverachtung gewesen sein. Nein, ich glaube, dass es also in diesem System, in diesem ganzen Ostsystem, war es einfach so, dem Führer stand es dann zu. Ja. Da wurde gar nicht groß hinterfragt. Diese Privilegien, also Jagd war ja auch so, ist ja eigentlich eine Sache für Großkapitalisten, nicht? Aber komischerweise, alle Kommunisten haben es auch gemacht. Also gerade mit dem Problem Jagd habe ich mich später auch beschäftigt. Ich habe auch die Leute gesprochen, die ihn geführt haben, die Leibwächter, die Förster und so weiter. Man kann doch die Jagd gar nicht genießen, wenn man die Rituale nicht kennt. Wenn man, ich sage mal, den Stieglitz nicht vom Sperling unterscheiden kann. Und das, glaube ich, war bei ihm der Fall. Ich glaube, er war viel einfacher und viel schlichter und auch viel ärmlicher in seinem Leben, als wir es angenommen haben. Und deswegen waren wir alle 90 oder 89 enttäuscht, als wir diese Dürftigkeit gesehen haben. Herr Pötzl, da waren keine Bücher, da waren ganz eigenartige, da waren die Minibücher von Andersen Nexe Leipzig. Dafür hat er sich gerne Rembrandt, Videokassetten aus dem Westen besorgen okay, lassen. Da war Rembrandt und Saskia als Foto mit einem Gipsrahmen. Und ich fand das unerträglich schlimm. Hat trotzdem irgendjemand in der DDR geahnt, wie in diesen Funktionärsreservaten gelebt wurde? Das heißt, wie der Luxus sein konnte mit Swimmingpool und so weiter. Ich darf gar nicht sagen, ich habe immer ein schönes, geschmackvolles, kleines Einfamilienhaus bewohnt und ich hätte das nie gegen Honeckers Bruchbuden, die ich gesehen habe, getauscht. Aber hat man das in der DDR gedacht, geglaubt? Ich habe unendlichen Prunk erwartet, unendlichen Prunk und bin sehr still geworden, als ich das an sich vom geschmacklich Beschämende gesehen habe. Mhm. Dieses Primitive, wie sich Menschen umgeben, die keine Bücher lesen. Mhm. Erich Honecker hat sich ja in gewisser Weise natürlich selbst mit eingemauert. Ich glaube 1963 und 69 sind seine Eltern gestorben. Da war natürlich bei ihm die Überlegung, da fährt er ins Saarland, wo er herkommt, nimmt er an dieser Beerdigung teil. Er hat es nicht getan. Wie schwer ist ihm das wohl gefallen? Es dürfte ihm schwer gefallen sein, also weil nach meiner Erkenntnis er doch ziemlich an seinen Eltern hing. Aber diese politische
Unterordnung unter die sowjetischen Freunde, die es nicht gern gesehen hätten, wenn er in den Westen gefahren wäre, hat ihn dann dazu bewogen, nicht zu fahren, obwohl er sichergestellt hatte vorher, dass er nicht etwa strafrechtlich verfolgt worden wäre in der Bundesrepublik. Herr Distel, in seiner ganzen Fehlbarkeit, kann man sagen, Erich Honecker ist sowas wie der geborene Vertreter der DDR? Ich weiß nicht, ob er fehlbar war oder... Er war ein typischer Vertreter einer Gesellschaft, die sich den Luxus erlaubt hat, den Durchschnitt zu fördern und das permanent. Er passte wie ein Muster in diese Gesellschaft und vor allem an die Spitze dieser Gesellschaft. Und in dem Sinne war er schon sehr typisch. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass er kein Unhold gewesen ist. Ich glaube, dass er normale persönliche, familiäre Regungen wie jeder andere auch hatte. Ich glaube auch, dass er eine tiefe innere und damit ehrliche Überzeugung hatte, die Lieder zu singen, die er gesungen hat, die ich für falsch halte. Das muss ich ihm aber als politischen Gegner akzeptieren, das muss ich erdulden. Und in dem Sinne, glaube ich, ist er doch in diesem engen Sinne doch ein ehrbarer Mann gewesen. Vielleicht nochmal zusammenfassend. Gleich im Vorwort Ihres Buches schreiben Sie, es drängt sich die Frage auf, wir hatten es ja besprochen, wie konnte ein äußerlich so unscheinbarer Mensch, ein intellektuell überforderter und rhetorisch unbegabter Politiker, die Machtfülle, die er besaß, erringen und über so viele Jahre erhalten? Gibt es eine kurze Antwort? Haben Sie bei Ihren Recherchen sich das beantworten können? Also ich glaube zum einen dadurch, dass dieses Politbüro sich eingerichtet hat, mit Erich Honecker alt zu werden. Das waren ja lauter Greise, die ihre Privilegien nicht mehr hergeben wollten und die ihm deswegen nicht widersprochen haben. Und das andere eben, was ich vorhin schon mal andeutete, seine Schlitzohrigkeit, sein gutes Umgehen, also sein gekonntes Umgehen mit der Macht, dass er also alle ausgetrickst hat, aber eben in diesem geschlossenen Raum, wo er die Wirklichkeit draußen nicht wirklich zur Kenntnis genommen hat. Die letzte Gelegenheit, seine Machtfülle in allerschönster sozialistischer Opulenz zu demonstrieren, bot sich dem Genossen Honecker am 7. Oktober 1989. Es galt, den 40. Jahrestag der DDR zu feiern. Im Stechschritt dem Ende entgegen. Ost-Berlin unter den Linden, 40 Jahre nach dem Sieg des Sozialismus auf deutschem Boden. Während die Führungsklicke zu den Klängen von Beethovens Opferlied dem 40. Staatsgeburtstag entgegenschreitet, befindet sich das Musterland des Ostblocks bereits im Auflösungsprozess. Mit dieser Gedenkfeier zur Ehrung der Kämpfer gegen Krieg und Faschismus beginnen am 5. Oktober 1989 die offiziellen Feierlichkeiten. Alte Männer einer verlorenen Zeit. Unbelehrbar, machtbesessen und fernab jeglicher Realität. Nun, ich muss doch hier unterstreichen, dass die Deutsche Demokratische Republik doch ein souveräner, international anerkannter, auch von der BRD anerkannter Staat war. Stolz war ich auf alle Fälle, ja. Denn ich war ja 40 Jahre dabei, das war ja mein Fleisch und Blut. Ja. Das ist ja nicht irgendetwas gewesen, was neben mir geschehen ist, sondern was in mir geschehen ist. Unsere Augen waren damals anders eingestellt, auch unser Gehör, unser ganzer Geist war anders eingestellt. Wir waren eben der Meinung, wir machen es gut, wir machen es richtig. Schön sollte es werden und würdevoll. Eine ostdeutsche Inszenierung von internationalem Rang. 4. Oktober 1989. Letzte Vorbereitungen für den Triumphtag des real existierenden Sozialismus. Danach sollte manches anders werden. Die Altherrenriege im Politbüro hatte bereits signalisiert, dass sie auf dem 12. Parteitag der SED 1990 von ihren Ämtern zurücktreten wollte. Und so war der Geburtstag der Republik auch als Abschiedsgala einer ganzen Generation deutscher Kommunisten gedacht. Diese Krönung ihres Lebenswerks wollten sie sich von nichts und niemanden vermiesen lassen, auch nicht von den Republikflüchtlingen in Prag und Warschau. Gerade in diesen Tagen versuchte man, die Legende vom proletarischen Kämpfer als Garant für Frieden und Völkerfreundschaft noch einmal aufleben zu lassen. Und dabei verstellte sich auch der Blick für die Misere im sozialistischen Lager. Die
Die vergangenen vier Jahrzehnte haben nach Auffassung Erich Honeckers bestätigt, dass die Existenz der sozialistischen DDR ein Glück für unser Volk und für die Völker Europas ist. Wie der Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR bei einem Treffen des Politbüros mit Widerstandskämpfern und Aktivisten der ersten Stunde hervorhob, haben dadurch Sicherheit und Stabilität in Europa einen festen Grundpfeiler erhalten. Ich schlage vor, das Glas zu erheben und zu trinken auf unseren Nationalfeiertag, den 14. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Das Massenmedium Fernsehen, in der DDR noch nie ein Medium für die Massen, sendete Heimvideos für die Staatsführung. Ich habe eigentlich immer für die Zuschauer gearbeitet, aber die Redaktion und alle lebten eigentlich in dem Bewusstsein und das Echo war auch entsprechend nach einer Sendung, wo vielleicht was nicht ganz richtig lief, dass wir im Grunde genommen nur fürs Politbüro und speziell für den Generalsekretär gesendet haben. Aufgrund der Berichte, die der DDR zur Verfügung stehen, bereiten bestimmte Kreise in der BRD weitere Provokationen zum 40. Jahrestag der DDR vor, die gegen Ruhe und Ordnung gerichtet sind. Nach der Konsultation mit der GSSR wurde die Vereinbarung getroffen, zeitweilig den pass- und visafreien Verkehr zwischen DDR und GSSR für die Bürger der DDR mit sofortiger Wirkung auszusetzen. In den Hauptnachrichten konnte die Massenflucht von DDR-Bürgern nicht mehr unterschlagen werden. Dafür wurde sie als Werk feindlicher Mächte angeprangert. Vor allem asoziale Elemente hätten den Staat verlassen. Manche im Politbüro sahen das damals schon anders. So sagen sie heute. Man hatte innerlich die Bauchschmerzen. Tausende sind schon abgehauen. Es liefen ja immer noch welche weg. Und in Berlin tat man so, als wüsste man von dem alles nichts. Und das stört scheinbar gar nicht. Das war schon ein Problem. Das war ein Problem. Aber mit dem Problem ist ja zu damaligen Zeit niemand fertig geworden. Eine freiere Ausreise zu genehmigen, waren wieder wirtschaftliche Probleme. 15 Mark geben, das war ja nun da sozusagen das Problem. Damit kann keiner reisen mit 15 Mark. Mehr Geld hatte die DDR damals nicht. Also es gab da einen Haufen hin und her und Argumente für und wider, die uns einfach den Weg versperrt haben, zu einer Lösung zu kommen. Weil wir uns immer die Frage stellten, und ich mir auch die Frage stellte, wie kommt das? Was geht in den Menschen vor? Es sind junge Menschen, die sind bei uns groß geworden, haben unsere Schule besucht, die sind Mitglieder der FDJ und anderer Organisationen gewesen. Und sie zeigen jetzt das Siegeszeichen, nachdem sie die Möglichkeit haben, in die BRD zu gehen. Wo liegen eigentlich die Gründe für diese zum damaligen Zeitpunkt, kurz vor dem Jahrestag, schon eine Art Massenpsychose im wahrsten Sinne des Wortes? Ich kann mich noch erinnern, dass im Zusammenhang mit den Flüchtlingen Mitglieder des Politbüros vom heutigen Standpunkt absolut zynisch erklärten, es wird uns nicht viel schaden, wenn wir 1 Million Bürger verlieren. Aber der Westen, die Bonner, die werden damit ihre Probleme haben und wir können damit eigentlich hoffen, dass wenn diese Million erst einmal drüben ist, die Bonner sich doch dazu verstehen werden, mit uns über die Frage der Staatsbürgerschaft und die Regelung der Zusammenarbeit zu sprechen. Während man im Politbüro regungslos die Zeichen der Zeit vernahm, liefen draußen die Vorbereitungen der Staatsparty auf vollen Touren. Und auch die DDR-Nachrichtenagentur ADN zog im Gleichschritt nach und gab die Parole aus: Wir weinen denen, die dem sozialistischen Vaterland den Rücken kehren, keine Träne nach. Auf die Oktoberkrise reagierten die alten Männer der Revolution trotzig und mit den Mitteln der Bürokratie. Die Republikflüchtigen hatten das Land ordnungsgemäß zu verlassen, über das Territorium der DDR und mit gültigen Ausreisedokumenten. Eine Realität wird gezimmert, völlig realitätsfern. Wir haben in der Deutschen Demokratischen Republik gemeinsam bewiesen: Der Sozialismus ist weder eine Utopie noch ein Experiment. Er entstand aus der Sehnsucht der Menschen nach einem Leben, das frei ist von Elend, frei von Not und Gewalt, nach einer Gesellschaft, in der der Mensch zum Beherrscher seines eigenen Schicksals wird. Dieser Aufgabe bleibt die Politik der Deutschen Demokratischen Republik verpflichtet. Die DDR als Insel mit Hoffnungsträger Egon Krenz.
Makellose Männer braucht das Land, das um das Überleben kämpft. Nur junge und gesunde Offiziersschüler sollten das Bild des 40-jährigen Arbeiter- und Bauernstaates zieren. 5. Oktober 1989. Generalprobe für die feierliche Kranzniederlegung am Mahnmal unter den Linden. Heute wollen sie alle Widerstandskämpfer gewesen sein, auch Egon Krenz. Hatte er doch gemeinsam mit anderen Politbüromitgliedern angeblich den Sturz Honeckers geplant. Doch die Vorbereitungen für das Jubelfest blieben von all dem unberührt. Erst danach sollte es mit Riesenschritten in die Zukunft gehen. Es gab in der Führung, und ich gehörte ja dazu damals, beziehe mich demzufolge auch hiermit ein, keinen Versuch, die Gestaltung dieses Jahrestages irgendwie anders zu ordnen oder zu ändern. Die Gäste waren eingeladen, die Gäste reisten an, Gorbatschow an der Spitze. Es musste jetzt demonstriert werden, wer diese DDR und was diese DDR eigentlich darstellt. Und da konnte man nun jetzt wohl kaum mehr den Rahmen sprengen, den man vorher geschaffen hat. Vielleicht suchte mancher darin sozusagen auch einen Ausweg, indem er glaubte, damit sprengt er sozusagen den negativen Rahmen und schafft eben positiven, ja, eine Illusion. Aber sie bestand. Sicherlich gab es zum Teil auch Illusionen. Ja. Na gut, normalerweise hätte man viel früher schon Änderungen herbeiführen müssen. Und hier sage ich immer, wir haben nicht nur eine kollektive Verantwortung für alles, was geschehen ist, sondern auch eine kollektive Feigheit gehabt. Indem jeder, wenn er schon was anderes dachte, es eigentlich nicht ausgesprochen hat und oder zumindest nicht aktiv dafür gewirkt hat, dass sich etwas ändert. Hätte ich damals alleine was gesagt, dann hätte das meinen Abgang bedeutet. Abgehen wollte ich aber nicht, ich wollte damit verändern. Und das war damals meine Auffassung, es muss so weit reifen, dass das Kollektiv zu einer einheitlichen Auffassung kommt. Und du wirst mitmachen, wenn die Veränderungen eintreten und nicht dann draußen stehen. Ne? Also so erkläre ich mir heute meine damalige, ich sag's mal, Feigheit. Ne? Wir waren ja überzeugt davon, dass das nicht richtig war, weil wir sahen den Weg nicht. Das ist doch nicht das Problem. Das Problem nur zu sagen, das ist Mist, ja, das ist, nützt doch überhaupt nichts. Ja, das ist falsch, das nützt auch nichts, wenn ich nicht imstande bin zu sagen, also ich habe folgende Konzeption, ich habe folgenden Vorschlag. Also das, Menschen zu finden, die jetzt sagen, das war falsch, das war schlecht, ist überhaupt kein Problem. Und die Menschen zu finden, zu sagen, wie man es machen muss, das ist doch das Problem. Rituale ersetzten Reformen. Der große Zapfenstreich als Politikersatz. Ehrenbataillon, Stillstand! Zur Ehrung der Opfer des Faschismus und Militarismus. Achtung! Präsentiert das Gewehr! Von Mauer und Militär zusammengehalten, versucht man Stimmung zu machen für das wackelnde Kartenhaus DDR. Und immer wieder die Hymne als Identitätskleber. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. So wurde eine Gemeinschaft beschworen, die es so, wie sie die Herrschenden gern sehen wollten, nie gegeben hat. Die Gemeinschaft der sozialistischen Bruderstaaten war da schon verlässlicher. Ein Garant der guten Laune. Herr Honecker, wie fühlen Sie sich denn heute Morgen? Na, aus der Zeit, bei solch hohen Gästen. Ich fühle mich wie in Berlin heute. Staatsgäste als Jungbrunnen. In kurz gesagt, ein Leben lange. Eine falsche Prognose, denn die meisten der geladenen Gäste hatten zu Hause mit Problemen zu kämpfen, die noch größer waren als die der DDR. Nikolai Ceausescu, gestürzt und erschossen im Dezember 89, zwei Monate später. Wojciech Jaruzelski, Moskau-Statthalter in Polen, abgelöst von Arbeiterführer Lech Wałęsa. Todor Schiwkow, von seinen bulgarischen Parteifreunden verjagt im Sommer 1990.
Für sie alle war es der letzte große Auftritt auf internationalem Parkett. Das war natürlich auf jeden Fall noch mal eine eindrucksvolle Show. Es war überhaupt eine einzig großartige Show. Denn Sie müssen ja nicht vergessen, dass auch für die Bürger der DDR und für die Führung es für großer Bedeutung war, dass praktisch der ganze offizielle Osten zu Besuch da war. Ja. Und der Herr Bundespräsident und der Herr Bundeskanzler haben ja auch zum 40. Jahrestag gratuliert. Da hat er Ihnen noch nicht die Vision eines einheitlichen Deutschlands vorgeschrieben. Sie haben also damals dem Unrechtsstaat eigentlich noch gute Wünsche zugeschickt. Dann kam der Mann, auf dessen Festansprache die ganze Welt gespannt wartete. Michail Gorbatschow, der große Bruder. Er hatte die feste sozialistische Front ins Wanken gebracht. Jetzt wartete das DDR-Volk auf Glasnost und Perestroika im eigenen Land. Der Jubel war diesmal echt. Die Parole "Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen" war nun eine Parole der Opposition. Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Und wer die vom Leben ausgehenden Impulse, von der Gesellschaft ausgehenden Impulse aufgreift und dementsprechend seine Politik gestaltet, der dürfte keine Angst vor Schwierigkeiten haben. Das ist eine normale Erscheinung. Michail Gorbatschow hat in einer politisch sehr feinen Weise sowohl im persönlichen Gespräch mit Erich Honecker als auch dann mit dem gesamten Politbüro klargemacht, und zwar an der Entwicklung in Polen klargemacht, dass wenn man Fragen nicht rechtzeitig entscheidet, dass man dafür bestraft wird. In Polen war das ja nun schon geschehen. Und da er über Polen gesprochen hat, merkte jeder von uns, dass er uns eigentlich meint. Meiner Meinung nach hat Honecker auf solche Männer der Armee gesetzt, die von vornherein Gorbatschow als Eintagsfliege betrachtet haben. Die haben gemeint, naja, der Gorbatschow kommt und der Gorbatschow geht, aber das System, der Sozialismus, von Lenin geprägt, von Lenin erfunden, dann in der ganzen weiteren Entwicklung der über 70 Jahre der Sowjetunion ausgeprägt bleibt und wird sich weiterentwickeln. Und er hatte ja persönlich sehr gute Beziehungen, zum Beispiel zu Marschall Kulikow, und er konnte sich darauf verlassen, dass die Sowjetarmee auf dem Boden der Deutschen Demokratischen Republik die reichste Beute des Zweiten Weltkrieges nicht unbedingt opfern und freigeben würde. Und da sagte er sich, da bleibt es sicher dabei, dass man das, was sozusagen in den alten Lehrbüchern geschrieben stand, weiter fortsetzen kann. Und wir haben gemerkt, dass unser oberster Chef Erich Honecker auch diese ernsten Worte überhaupt nicht verstanden hatte. Denn er hatte Michail Gorbatschow eigentlich geantwortet, unsere Entwicklung ist ausgezeichnet, wir entwickeln uns gut, unsere Wirtschaft geht vorwärts. Und bald werden wir den 4 Megabit Speicher produzieren, weil er ja in der Mikroelektronik immer völlig falsche und idealisierte Vorstellungen hatte. Eine Behauptung, bei der man also fast im Boden versunken ist, wenn man wusste, wie die wirkliche Lage war in der Ökonomie und auch in der Mikroelektronik. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Also das ist ein Gedanke, der uns während der ganzen Zeit, während der Fahrt, der ich sprach hier von Berlin nach Karl-Marx-Stadt, nicht aus dem Kopf ging, weil ich doch schon die dunkle Ahnung hatte, damals schon, später stärker, aber damals schon die dunkle Ahnung, es ist möglicherweise schon zu spät. DDR, unser Vaterland! DDR! Unser Vaterland. Die Fackeln hoch, die Reihen fest geschlossen. So ließ man am Abend des 6. Oktober die Jugend der Republik zum Triumphzug antreten. Die Genossen Michail Sergejewitsch Gorbatschow. Der Jubelmarsch für den Sozialismus entglitt zur Sympathiekundgebung für den Reformer aus dem Bruderland. Die sozialistische Einheitsjugend war Feuer und Flamme für den neuen Helden aus dem Osten. Die bestellte Jubelbrigade der FDJ auf der Tribüne gegenüber hält tapfer dagegen.
Aus allen Teilen der Republik waren sie angekarrt worden, um 3 Stunden lang Statisten zu spielen für die letzte große Vorstellung einer heilen DDR. Und für die Politiker auf der Tribüne weckte das selbstinszenierte Schauspiel noch einmal Hoffnungen. Na, das war doch also ein großartiges Gemälde, das eine Republik darstellte, die sich sehen lassen könnte. Wo gab es doch sonst in Europa solche Selbstdarstellungen mit Erfolgsmeldungen und Erfolgsdaten und Fakten? Das war schon also zweifellos etwas, was auch die ausländischen Gäste stark beeindruckte und die alle von Krisen, auch in ihren sozialistischen Ländern geschüttelt ankamen, waren eigentlich voller Neid. Ich bekam auch die Bilder nicht aus dem Kopf. Der durchreisenden Züge hier durch den Bezirk. Diese Ausreisewelle, diese Flüchtlingswelle, die hat mich gedanklich nicht losgelassen. Zu keiner Stunde während dieser Tage. Und auch nicht während des Wackelzuges. Also ich sah beide Bilder. Es waren Bauchschmerzen da, es war aber auch ein Gefühl der Erleichterung da. Dass doch diese Feierlichkeiten noch in einer solchen Atmosphäre überhaupt stattfinden konnten. Dass so viele Jugendliche aus der Republik gekommen waren. Mit einer solchen Stimmung. Mit dem Fackelzug, dass da nichts passiert ist. Es gab ja keine Störungsversuche während des Fackelzuges. Ja? Darüber muss ich sagen, war ich dann wieder froh, dass das so glatt ablief. Und die ausländischen Delegationen überhaupt nicht mitkriegen konnten, was sich im Innern der Republik wirklich abspielte. Denn die Lage war ja explosiv schon zu der damaligen Zeit. Ja? Samstag, 7. Oktober 1989. Die DDR wird 40. Redet ihr das? Gewiss! Zur Meldung! Die Augen! Blick! Der Blick für die Realität war längst versperrt. Das organisierte Spektakel nahm seinen Lauf. Generaloberst Stechbart fährt dem Minister für nationale Verteidigung, Armeegeneral Heinz Kessler, entgegen, um die Meldung zu erstatten. Perfekt sollte es sein, mit Funkmikro auf dem Weg zum Genossenminister. In den vorangegangenen Jahren gab es Probleme mit dem Händedruck der beiden Militärs. Diesmal ließ man ihn lieber ganz weg. Auf die drängenden Fragen zur Zukunft der kränkelnden Republik gab es an diesem Tag nur eine Antwort. Genossenminister! Einheiten und Truppenteile der Nationalen Volksarmee angetreten. Es folgen Offiziershochschüler der Ernst-Thälmann-Hochschule der Landstreitkräfte. Die Ohnmacht der Staatsführung sollte mit der Allmacht des Militärs wegbeschworen werden. Doch während das Militär über die Karl-Marx-Allee paradierte, stand für einige Politbüromitglieder offenbar schon fest, welche Köpfe nach dem Jahrestag rollen sollten. Man plante den Umsturz des Regimes in den eigenen Reihen, ohne zu merken, dass die Wende schon längst woanders begonnen hatte. Es war aber eine Stimmung, dass die unmittelbare Führung verändert werden muss in der DDR. Und eine Reihe Leute nicht mehr weiter regieren dürfen und nicht mehr weiter politische Macht haben dürfen, weil es sonst alles schief geht. Und ich erinnere mich an diese Festveranstaltung dort. Da sprachen mich Kreissekretäre an, der Partei. Also Menschen, die treu für die Partei über Jahre, Jahrzehnte gearbeitet haben. Eine Kreissekretärin von Schmalkalden zum Beispiel, Frau Else Krieg, sprach mich an und sagte, Gerhard, wie lange wollt ihr das noch dulden? Wie lange wollt ihr mit Honecker noch Politik machen? Wir halten unten bei der Stimmung der Bevölkerung nicht mehr diese politische Linie durch, die jetzt hier betrieben wird. Und ich hatte ihr damals gesagt, macht ihr keine Gedanken, sobald die Feier zu Ende ist, gehen wir ran und werden Honecker stürzen hier. Die führenden Repräsentanten der DDR erhielten zum Nationalfeiertag Glückwunschadressen aus aller Welt. Die Partei- und Staatsführungen der sozialistischen Länder würdigen den jahrzehntelangen aktiven Beitrag der Deutschen Demokratischen Republik für die Stärkung des Sozialismus und die Festigung des Friedens und sprechen sich für die weitere Vertiefung der Freundschaft und des allseitigen Zusammenwirkens der Bruderparteien und Staaten aus. Doch das Volk hatte den Regierenden schon längst die Freundschaft aufgekündigt. Langsamer Zerfall einer geschönten Fassade. Ich glaube, das war der 7. Oktober. Das ZDF sendete einen Kommentar
in dem es hieß, dass im Krankenhaus Friedrichshain in Berlin eine Frau liegt, die an einem der vorherigen Tage zugeführt wurde, die misshandelt wurde, auch an den Geschlechtsteilen misshandelt wurde. Und wir hatten 19:30 die Hauptausgabe und der Kommentar, der schon fertig gesprochen war, aufgezeichnet war, musste mit, zum Schluss mit 2 Sätzen live nochmal ergänzt werden, und zwar mit einer Verneinung dieses Faktes, also dass das unwahr ist, was das ZDF über diese Frau verbreitet hat. Wir haben die Sendung so laufen lassen, 20:00 war Auswertung in der Redaktion und 20:45 klingelte das Telefon und da rief der Arzt aus dem Krankenhaus in Friedrichshain an und sagte, das, was Sie da eben gesendet haben, das stimmt nicht, die Frau liegt hier. Sie können hierher kommen und sich die Frau ansehen, wie sie misshandelt wurde. Das war für mich, also schlimmer ging es nicht mehr. Am Abend hatten sich auf dem Alexanderplatz Hunderte von DDR-Bürgern zusammengefunden. Die erste Berliner Großdemonstration nach 1953 begann mit dem Marsch zum Palast der Republik, wo die Staatsführung eine Geburtstagsfeier im engsten Kreis abhielt. Eine völlig überraschte Volkspolizei wartete auf präzise Instruktionen aus der Zentrale. Die Hauptfrage nicht also, und die Hauptschlussfolgerung nicht also, war folglich, nicht also, dass man den unmittelbaren Raum um den Palast der Republik gewissermaßen störungsfrei erhalten musste. Deshalb ging es nicht darum, nun dieses oder jenes Grüppchen oder Gruppe nicht also, gesondert zu behandeln. Nicht so, nicht so, ich meine, entsprechend der Spezifik, die einen machen mehr, die anderen machen weniger. Sondern ging es eben darum, nicht so, ich meine, mit militärischen Formationen, beziehungsweise, ich meine jetzt nicht also NVA, sondern mit einer militärischen Dislozierung, nicht also der Sicherungskräfte, nicht also diesen Raum, nicht also störungsfrei zu halten. Während sich draußen immer mehr Demonstranten zum Protest versammelten, wurde drinnen eine Republik aus Sahne und Zuckerguss gefeiert. Unsere Freundin aller Welt, seien versichert, dass der Sozialismus auf deutschem Boden, in der Heimat von Marx und Engels, auf unerschütterlichen Grundlagen steht. Ich bitte Sie, mit mir das Glas zu erheben und zu trinken, auf die internationale Solidarität und Zusammenarbeit, auf den Frieden und das Glück aller Völker, auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Von den Gratulanten unbemerkt starb das Jubelkind DDR an seinem Geburtstag. Ungeachtet der offiziellen Feierlichkeiten formulierte die Menge, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt. Jetzt oder nie Demokratie. Real existierende Massendemonstrationen gleichzeitig in Ost-Berlin, Leipzig, Jena, Plauen und Potsdam. Die volkseigene Polizei verging sich an ihren Eigentümern und die besser geschulte Stasi in Zivil hatte alles im Griff. Doch dann war die bis dahin allmächtige Mielke-Truppe nicht mehr Herr der Lage. Mit hereinbrechender Dunkelheit sollte die Polizeitaktik geändert werden. Nun, wir waren natürlich schon Kummer gewöhnt hier, nicht? Die Lage ließ nicht allzu große Debatten zu, sondern im Vordergrund stand, nicht also, wie kann man nicht also diese Bewegung, diese Bewegungen eindämmen, nicht also, und wie kann man nicht also diese Konzentrationen nicht also zerstreuen. Doch den spontanen Schwenks und Richtungsänderungen der Demonstranten konnte der Sicherheitsapparat nicht mehr folgen. Mittlerweile zogen Sprechchöre weitere Bürger an. Was organisiert nicht lief, artete bei den frustrierten Sicherheitskräften in Gewalt aus.
Es war der letzte Versuch, den Staat mit schlagenden Argumenten vor dem Untergang zu retten. Als ich mit meiner Frau nach Hause gefahren bin von dieser Festveranstaltung, sind wir an einem Zug von Demonstranten vorbeigefahren. Auf der einen Seite sind wir gefahren, auf der anderen Seite war der Zug der Demonstrierenden, der in Richtung des Palastes der Republik marschiert ist. Das war schon eine komplizierte Zeit und es war sichtbar, dass sich etwas ändern muss. Ich bin sehr traurig, dass alle diese Hoffnungen und Wünsche, die wir 1949 in uns getragen haben, am 7. Oktober 1949, dass diese Wünsche und Hoffnungen nicht in Erfüllung gegangen sind. Bin ich sehr traurig. Dass das Experiment Sozialismus, obwohl zum damaligen Zeitpunkt das Wort noch nicht aktuell war, dass dieses Experiment misslungen ist. Es stimmt heute alles ein bisschen traurig. Traurig, dass wir die Republik so in Grund und Boden gefahren haben, dass nichts mehr zu retten war. Nur aus der heutigen Sicht war das gar keine Frage der DDR alleine. Der Sozialismus ist ja, so wie er als Modell angelegt war, prinzipiell gestorben. Sie haben die Signale nicht gehört. Das letzte Gefecht verloren. Am 7. Oktober 1989 wurde die DDR 40 Jahre alt. Herr Distel, die letzte Party der DDR, die feiern zum 40. Jahrestag. Können Sie uns schildern, in welcher Stimmung ist das passiert? In welcher Stimmung liefen die Vorbereitungen? Welche Atmosphäre war das da, wo dafür geschuftet werden musste? Also ich habe das in Leipzig erlebt. Ich habe ja damals in Leipzig gelebt und wir hatten montags ja immer die großen Demonstrationen, die letztendlich die Wende eingeleitet haben. Für mich war das eine völlig weltfremde Veranstaltung. Ich war traurig und auch entsetzt, dass auch dieser Gorbatschow-Besuch, diese ganzen auch internationalen Diskussionen, die Botschaftsbesetzung, dass das alles zu nichts geführt hat, dass sie einfach so weitermachen, wie sie es jedes Jahr gemacht haben. Das hat mich persönlich sehr tief enttäuscht und hat mir an sich auch die Sicherheit gegeben, dass die nicht loslassen von der Macht und dass, wenn es mal kippen sollte, dass es dann blutig wird. Dieser Gorbatschow-Satz, der ja später übersetzt wurde mit wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, wie hat er auf Sie gewirkt? Fantastisch. Der Gorbatschow war für mich wie ein Messias. Heute sehe ich ihn etwas durchwachsener. Der hat das aufgebrochen. Der hat diese Andropow, Tschernenko, Khrushchev, Brezhnev-Hierarchie gesprengt und hat alles, ist nach England gefahren, konnte sich fantastisch auf internationalem Parkett benehmen. Wir sagen mal, jungen Ostdeutschen waren schon begeistert von ihm. Und diesen Satz, muss ich ehrlich sagen, den habe ich erst später vernommen oder aus dem Westfernsehen. Mir ist er nicht aus der damaligen Zeit erinnerlich. Als die Botschaften in Budapest und Prag besetzt wurden, gab es auch in Ihrem Umfeld, bei Ihren Freunden, so eine Stimmung wie nichts wie weg hier? Nein, bei mir nicht. Also wir waren sehr, sehr bodenständig. Und bis ich meine Heimat verlasse oder meine Freunde, die alle nicht in der SED waren, oder meine Brüder und Familie, hätte viel passieren müssen. In dem Sinne haben wir schon versucht, von innen heraus was zu verändern und nicht das, was uns im Herzen liegt, mittendrin im Zentrum, das aufzugeben. Wenn Sie Honecker beobachtet haben seinerzeit, konnte man das Schwinden der DDR im Grunde auch an den Auftritten Honeckers ablesen? Sicherlich. Ich habe das auch im Nachhinein, als ich die Gelegenheit hatte, von ganz, ganz oben das zu verfolgen, habe ich natürlich als politischer Abenteurer mal jemanden angesetzt, der mir mal zugearbeitet hat, womit die sich in den ZK-Sitzungen und in den Politbürositzungen, in den Vorbereitungen beschäftigt haben. Das war natürlich dürftig. Also es war klar, dass die führenden Kräfte damals wohl krank waren oder im Urlaub waren, im Sommer 89, und dass eine Vielzahl begünstigender Bedingungen, die zum großen Teil ihre Ursache auch in der Nichtpräsenz, nicht nur von Honecker, auch von anderen hatten, dass das im Grunde der Veränderung schon in die Hände gespielt hat, die sich damals abzeichnete. Ich glaube, man muss darauf hinweisen, Honecker war in diesem Sommer krank. Schwer krank. Als Anfang Juli mit einer Gallenkolik aus Bukarest zurücktransportiert worden nach Ost-Berlin.
dann hier operiert worden, war im Genesungsurlaub und so weiter. Und dieses Politbüro hat es eben nicht fertiggebracht, obwohl also die halbe Republik davon gelaufen ist, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, sich irgendwie mal damit zu beschäftigen. Die haben dann jede Diskussion darüber abgewürgt und haben nur geguckt, wenn der Generalsekretär wieder da ist, dann reden wir darüber, aber erstmal bringen wir den 40. Jahrestag unserer Republik gut über die Bühne. Aber 1989, im ersten Halbjahr, hat Honecker doch 34.600 Anträge auf ständige Ausreise aus der DDR unterschrieben. Eine wahnsinnige Flut. Das waren mehr als sonst in den zwei Jahren davor zusammen. Was mag er sich denn dabei gedacht haben? Das war eigentlich immer so seine Methode, also auch bei den früheren vorangegangenen Botschaftsbesetzungen, dass er das Ventil ein klein bisschen aufgemacht hat. Druck ablassen. Ja, Druck ablassen. Ja. Ich hatte dann gedacht, naja, wenn wir die ziehen lassen, dann sind diese Querulanten weg aus dem Land, dann stören sie hier nicht mehr. Und er hat gedacht, er kommt auch in diesem Jahr wieder drüber hinweg. Er hat natürlich gesehen, die Größenordnungen sind ein bisschen anders, aber eigentlich, dass seine DDR destabilisiert sein würde, das hat er nun wirklich nicht erkannt. Aber Mittag oder Krenz oder wer auch immer, hätte irgendjemand aus diesem bestehenden Apparat den Zusammenbruch der DDR verhindern können? Die sind ihm ja eben nicht in den Arm gefallen. Die haben auch darauf gewartet, dass dieser Jubelfeiertag gut über die Bühne geht. Sie haben nichts zu unternehmen gewagt in dieser Zeit. Aber gerade das, Herr Pötzl, waren die begünstigten Bedingungen, dass sie eben vergreist waren, nicht zur Tat geneigt haben, dass sie ängstlich, abwartend, zögerlich die Situation verpasst haben. Und man kann nur froh sein, dass es keine 40- oder 35-Jährigen gewesen sind, die dort sich um Machterhalt bemüht haben. Und das ist schon irgendwie ein objektiver Umstand. Für mich ist die Vergreisung, die man deutlich gespürt hat im Sommer 89, dass eben nicht gehandelt wurde. Zum Glück nicht gehandelt wurde. Aber also Honecker muss man ja vielleicht auch sagen, was wäre passiert? Das ist in der Geschichte natürlich immer eine etwas spekulative Frage. Aber was wäre passiert, wenn Honecker gesund gewesen wäre? Hätte er also dann vielleicht doch Militär aufmarschieren lassen? Hätte er, haben Sie sich das Also hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gekriegt, sagt man bei den Jägern. Aber das muss man überlegen. Sie waren in ihrer Macht besessen. Und sie hatten ein gigantisches militärisches Potenzial permanent zur Verfügung. Und es gab ja Überlegungen, diese Macht auch zu erhalten. Es war ja knapp in den Demonstrationen nach dem 7. Oktober in Leipzig. Es war ja knapp. Es gab ja viele Umstände. Es gab den Aufruf der 7 oder 8 Persönlichkeiten in Leipzig unter Kurt Masur und anderen. Es gab die vielen Kampfgruppenangehörigen, die nicht von den LKWs abgestiegen sind. Es gab die vielen Polizisten, die später mal führen durfte, die nicht zur Waffe gegriffen haben oder zum Gummiknüppel und so weiter. Ich glaube aber sehr wohl, dass Honecker in dieser Zeit, über die wir reden, die Gelegenheit gehabt hätte, diese Macht zu halten und dass er die unbedingte Unterstützung auch seiner sowjetischen Kampfgenossen gehabt hätte. Herr Pötzl, von wie viel Wirklichkeitsverlust waren die letzten Monate bei Honecker in der DDR geprägt? Also ich referiere ja in meinem Buch so eine kleine Episode, wie der letzte ständige Vertreter der Bundesrepublik in Ostberlin, Franz Bertele, den heutigen Bundespräsidenten, damaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau, auf das Treffen vorbereitet und also mit ihm durchspielt, wie Honecker sich verhalten wird und wie er also alles rühmen würde, die DDR und die Beziehung zur Bundesrepublik und zur NRW im Besonderen. Und wenn dieses alles so schön geschildert würde, dann sollte Rau fragen, Herr Generalsekretär, wenn das alles so gut ist, warum ist denn die Stimmung bei Ihnen im Land so mies? Und das haben die dann also auch tatsächlich so gemacht. Rau stellte, wie verabredet, diese Frage. Und dann sagt der Bertele jetzt zu mir, da lief es mir kalt den Buckel rauf und runter, wie der Honecker reagierte. Der lehnte sich nämlich selbstgefällig zurück und sagte, aber Herr Ministerpräsident, Sie irren sich. Das Volk steht hinter mir. Ich lade Sie ein, zum Pfingsttreffen der FDJ zu kommen, zum Jubiläumstag der DDR zu kommen. Das Volk steht hinter mir. Ich denke, das zeigt also, wie realitätsfern er da wohl war. Herr Diestel, Herbst 89, Anfang 90. Warum hatte die SED-PDS-Führung unter Krenz, Hans Modrow, eben nicht nur ein Interesse daran, ihn zu entmachten, sondern auch ihn zu inhaftieren? Also das ist so ein bisschen für mich eine schäbige Art der Abrechnung mit eigenen Genossen. So nach der Devise, haltet den Dieb, wir haben mit Diebstahl nichts zu tun. Ich habe damals auch in der Amtszeit de Maizière
also in unserer Regierung Staatsanwälte erlebt, die mit einem gigantischen Eifer den Honecker verfolgt haben. Wo ich mir gesagt habe, Mensch, die haben mit dir zusammen studiert zum Teil, die waren in der SED, das waren, die waren bei der Sicherheit und so weiter. Was sind das für Gesinnungsstrolche? Das hat mich beschämt. Aber man wollte damit natürlich von der eigenen Person, von dem eigenen Denken, von der eigenen Ideologie ablenken und das ist im hohen Maße unmoralisch gewesen. Darf ich nur einwenden, also Egon Krenz hat sich schon dafür eingesetzt, dass er nicht verfolgt würde. Es war in der Tat die Justiz, es war eine wild gewordene Staatsanwaltschaft. Es waren im Grunde... Und es war ja, das war ja das Absurde, also dass, es war absurd. Dass der Vize-Generalstaatsanwalt ja. ihn wegen Hochverrats anklagen ja, ja. wollte. Ja, ja. Mhm. Also es war gigantisch unsympathisch. Mhm. Es war unmoralisch und ich glaube, die Leute, wenn die das heute betrachten und wenn die ihre Sendung sehen, die schämen sich, mhm. wenn sie ein bisschen Anstand haben. Sie sind ja Jurist, ausgebildet in der DDR. Wie sahen Sie die Chancen für die Verurteilung von Erich Honecker? Nach DDR-Recht. Ja? Tendierte gegen null. Da musste neues Recht her. Aha. Ein anderes Recht. Also, und nach bundesdeutschem? Nach bundesdeutschem Recht muss ich einfach akzeptieren, dass er verurteilt wurde. Ich will die Intelligenz dieser Konstruktion nicht bewerten, aber es war keine einfache strafrechtliche Konstruktion, die dazu herhalten musste, Erich Honecker zu verurteilen. Eine ganz andere Frage, ob das zweckmäßig gewesen ist, mhm. ob es notwendig gewesen ist, ob das uns im Einigungsprozess geholfen hat, ob das überhaupt notwendig gewesen ist. Aber mhm. da hätten sich die damals Verantwortlichen entscheiden müssen, ob man Amnestieregelung oder Ähnliches praktiziert, wofür ich immer tendiert habe. Sehr wohl, muss ich sagen, da er ja rechtskräftig verurteilt wurde, müssen wir diese Entscheidung... Nein, er wurde ja nicht verurteilt. Nein, ist nicht zu Ende gegangen, ist richtig. Ja. Ist nicht zu Ende gegangen, es wurde angeklagt, das Verfahren, Hauptverfahren ist durchgeführt worden. Es muss schon Ansätze gegeben haben für eine strafrechtliche Relevanz. Vor der Volkskammerwahl, 18. März mhm. 1990, gab es da Absprachen mit dem Bundeskanzleramt beispielsweise, mit anderen westlichen Politikern, wie mit Erich Honecker zu verfahren sei? Ich war damals DSU-Generalsekretär und hatte sehr wohl mit den konservativen bürgerlichen Kräften in der damaligen BRD Kontakte, aber ich kann mich nicht erinnern, dass damals jemals irgendwie was besprochen wurde. Es gab auch in unserer Zeit in der Wahl zum 18. März in der ersten Freien Volkskammerwahl auch gar nicht die Absicht, Erich Honecker zu kriminalisieren. Es gab die unumstrittene Absicht, das gesellschaftliche System auf den Kopf zu stellen. Wenn es Verbrechen gegeben hätte, dann hätte die neue DDR-Regierung die damals auch im Rahmen der Möglichkeiten verfolgt. Aber es gab keine Rachegelüste gegen Erich Honecker. Naja, also abgesehen von diesem absurden Hochverratsvorwurf. Das halte ich auch für absurd. Ja, aber es gab natürlich, und so hätte er vielleicht auch nach DDR-Recht verurteilt werden können, die Veruntreuung sozialistischen Eigentums, was natürlich ein bisschen eine Lachnummer ist, wenn es also darauf reduziert worden wäre. Aber es wurde ja bis zum Schluss ermittelt und am Tag der Einheit, am 3. Oktober 1990, wurden ja diese, was weiß ich, wie viele Akten der West-Berliner Justiz übergeben, die es dann fortgeführt hat und die ja dann am 1. Dezember 1990 den Haftbefehl aufgrund dieses Totschlagsvorwurfs hergeleitet aus dem Schießbefehl ausgestellt hat. Kann man denn aber sagen, wenn man unbedingt eine Verurteilung von Erich Honecker gewollt hätte, dann hätte es sie auch geben können? Nach DDR-Recht. Natürlich hätte sie geben können, wenn er die Tatbestände erfüllt, meinetwegen der Veruntreuung, des Hochverrates und dergleichen. Aber das haben wir so nicht gesehen. Das war auch so politisch so abwegig. Wir haben versucht, zwei unterschiedliche Rechts- und Gesellschaftsordnungen aufeinander abzustimmen. Wir haben die deutsche Einheit vorbereitet und Honecker war damals für uns eine absolute Figur der Nebenbetrachtung. Er wurde für die de Maizière-Regierung dahingehend wichtig, dass es für ihn im Grunde auf dem Gebiet der DDR keine sichere Unterbringung gab. Und dass der Volkszorn es durchaus möglich erscheinen lassen, dass man sich an Erich Honecker vergeht. Und deswegen musste er geschützt werden. Wovor hatte er Angst? Hatte er, ja, würde man sagen, hatte er nur von einer möglichen Verurteilung Angst? Ich weiß nicht, ob er Angst hatte. Ich glaube, er war in seiner Schlichtheit auch sehr geradlinig. Er hatte die Angst eines jeden Menschen, der sieht, dass sein Lebenswerk wegrutscht, vollständig wegrutscht. Und er wollte gerne, das habe ich auch in den Gesprächen mit ihm erlebt, dass doch wenigstens ein Teil in der Betrachtung seines Gesprächspartners, zum Beispiel bei mir, als gute Absicht oder das war doch nicht alles schlecht, Herr Minister und so weiter. Das hat mir sehr wehgetan, diese Rechtfertigungsversuche und sie waren auch relativ hilflos.
Also ich würde sagen, nach meinen Erkenntnissen hatte er doch sehr wohl Angst vor Bestrafung. Das war nämlich sein Bemühen von Anfang an. Er hat also Egon Krenz mal angerufen, da gibt es ein Gespräch darüber, dass mir Egon Krenz berichtet hat, weil Markus Wolf ein Interview gegeben hatte, in dem Sinne, dass man Honecker strafrechtlich zur Verantwortung ziehen müsse. Und dann hat er Egon Krenz gefragt, was treibt er da für ein Spiel? Er hat gesagt, ich will nichts von dir, ich will dich nicht strafrechtlich verfolgen. Dies hat dann in der Tat die DDR-Justiz gemacht und sie hat es getan bis zur Einheit. Und Honecker hat auch in Belitz, wo sie ihn ja besucht haben, sehr viel aufgeschrieben für seine Anwälte, die es weiterleiten sollten, dass in Bezug auf die 4 und 2 Verhandlungen, also über die Einheit Deutschlands und die Zustimmung der Großmächte, dass eine Amnestie eingerichtet werden soll. Ich muss fairerweise sagen, weil Sie nach Angst gefragt haben, ich habe keine persönliche Angst festgestellt. Wir haben uns ja wohl darüber ausgetauscht, ob man nicht vergleichbare nationale Rechtszustände organisiert, wie sie in Spanien und in Portugal irgendwann mal nach dem Abtritt der faschistischen Regierung dort praktiziert wurden. Darüber haben wir sehr wohl gesprochen. Aber im Gegensatz zu anderen Potentaten aus dem System Honeckers hat er um sich selber, ich war ja damals relativ einflussreich, nicht die kleinste Bitte an mich gerichtet, sondern nur insgesamt für alle generell schwere Straftat und dergleichen natürlich ausgeschlossen. Und weil er eben keine persönliche Angst hatte, erschien er mir doch in seiner Schlichtheit relativ mutig. Herr Distel, Honecker, der beispielsweise natürlich auch im Fernsehen verfolgen konnte, wie die Volkskammerwahlen ausgegangen sind. Hat auch verfolgt übrigens. Was sich jetzt in seiner DDR sozusagen tat. Er hat nicht gewählt. Er konnte gar nicht wählen, das wissen Sie, ne? Ja. Er hatte keinen Personalausweis. Nicht mehr. Hat er sich da wohl gedacht, das, was er da jetzt sieht oder lebt, das ist alles gefaked, sozusagen gefälscht. Und das, was vorher in der inszenierten DDR gewesen war, wo es Erich Jubelrufe gegeben hat, das war im Grunde echt für ihn? Also ich glaube, er hatte schon, er konnte realistisch sehen. Er war außerordentlich persönlich enttäuscht, bis zur Bitternis, extrem traurig über den Kameradenbetrug, dass Menschen in seiner persönlichen Umgebung, die er als für Kameraden gehalten hatte, dass die abgerutscht sind, dass sie sich gegen ihn gestellt haben, dass sie jeden Blödsinn mit ihm zusammen gemacht haben und dann auf einmal auf der anderen Seite standen. Das hat ihn schwer verletzt. Das hat er auch in den Gesprächen bewiesen. Das hat ihn auch gezeigt. Er hat eine gewisse Bitternis oder Verbitterung damals gehabt. Aber ich glaube nicht, dass er in den letzten Monaten seines Lebens nicht erkennen konnte, dass er mit dem System, das er verantworten musste, gigantische Fehler gemacht hat. Herr Distel, an dieser Stelle verabschieden wir uns von Ihnen. Dankeschön für das Gespräch. Das monströseste Erbe der DDR, wirksam über ihr Ende hinaus, war die Staatssicherheitsmaschinerie, kurz Stasi. Ein Bestiarium wird besichtigt. Berlin-Ost, Stadtteil Lichtenberg, vergangene Woche. Das sind die Pferdenhunde, die man eben auch für bestimmte Einsätze gebraucht hat, so Spezialhunde. Ne? Was für Einsätze denn? Na hier, Pferdenhunde, also wenn jetzt sagen wir mal, für die, also wie uns erklärt wurde, hat das die Abteilung benutzt, die Rechtsextremismus gemacht hat. Stasi-Schnüffler hinter Gittern. Die letzten beiden. Die übrigen Genossen Schäferhunde haben schon neue Herrchen gefunden. Hier werden sie nicht mehr gebraucht. Der einst allmächtige Staatssicherheitsdienst wird geschliffen. Er galt als Schwert und Schild der Partei. Ein sozialistischer Geheimdienst mit unumschränkter Macht. Sein Chef für 32 Jahre, Erich Mielke, links. Die klare Führung durch die Partei der Arbeiterklasse ist die entscheidende Grundlage aller unserer Erfolge. Der 35-jährigen Entwicklung des Ministeriums für Staatssicherheit zu einem Volke fest verwurzelten, vom Klassenfeind gehassten, kampfstarken Organ der Diktatur des Proletariats. Nun ist es vorbei mit der Diktatur über das Proletariat. Das Volk zieht ein in die Zitadellen der geheimen Macht. Ja, wir möchten uns anmelden. Ja, Sie müssen sich hier die 100 Meter und rechts den Personaleingang rein. Wir finden Sie vielleicht. Das ist die Bürgerinitiative Dresden, stellt sich vor zur Besetzung als einer der Vertreter von Bezirken, zur Besetzung dieses Ministeriums der Staatssicherheit. Ich habe die Aufgabe, das Objekt zu sichern, dass nichts weggeht, dass nichts beschädigt wird,
und so weiter. Ja. Und nicht zerstört wird. Das ist meine Aufgabe. Und diese Aufgabe nehme ich voll wahr. Montagmorgen. Ein Bürgerkomitee schreitet zur Besetzung des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit. Ost-Berlin, Normannenstraße. Wir möchten gerne einen Arbeitsraum hier drin haben. Für die kompetenten Mann hast du. Erstmal einen kompetenten Mann hier vorne und dann einen Arbeitsraum für die Klärung der Auflösung dieses Ministeriums. Durch das Bürgerkomitee, Vertreter der Bürgerkomitees der Bezirke und durch die Arbeitsgruppe 100 Tische. Können Sie uns bitte mal in die Reihe kriegen? Observationsobjekte von gestern in der Rolle der Kontrolleure. Wir kommen nur Leute vom Bürgerkomitee DDR rein. So. Kommen wir schon? Ja. Ja? Gehen wir hier? Ja. Ohne Presse natürlich. Ohne Presse. Das Bürgerkomitee, legitimiert vom runden Tisch, kann ungestört seine Arbeit aufnehmen. Am Abend erscheint das Volk persönlich. Die Oppositionsgruppe Neues Forum hatte zur Demonstration aufgerufen, 100.000 Kamer. Für manche war es nicht die erste Begegnung mit der Stasi oder ihrer Technik. Aber die Stasi war längst raus aus ihrem Hauptquartier. Als letzte Amtshandlung und unfreundliche Geste, das Tor wird geöffnet. Auch die Volkspolizei ist auf den Geschmack gekommen. Die Revolutionsmaxime keine Gewalt wird kurzzeitig durchbrochen. Beutestücke werden präsentiert, Muster ohne Wert. Mit revolutionärem Elan stürmt man ein leeres Treppenhaus im Versorgungstrakt des riesenhaften Stasi-Komplexes. Geschlossene Türen beflügeln die Fantasie. Allerdings nur für begrenzte Zeit. Ein Supermarkt geheimdienstlicher Spezialitäten wird entdeckt. Man verzichtet auf Selbstbedienung. Stasi-Lektüre findet ungewohnte Aufmerksamkeit. Geheime Akten sind hier längst nicht mehr zu finden. Maikäfer Kennwort. Wenn man nicht dran. Kameras abdecken beim Film und Zwischenfilm. Fällen die Makaren. Im Stasi-Schaufenster. Die Forderung nach Einblick. Das Volk steigt voll drauf ein. Hier wurden Geheimdienstler frisiert. Eine Fundgrube für Interessierte. Wie rasiert der Stasi-Mann? Wie seift er ein? Heiße Luft für kahle Köpfe. Ein Stasi-Schloss wird bearbeitet. Das Kollektiv dringt trotz Hammer und Meißel nicht durch. Beschäftigungstherapie. Die interessanteren Gebäudekomplexe stoßen bei den Besetzern auf weniger Interesse. Aber irgendjemand muss doch drin gewesen sein, mit Schlüssel. Das hier ist das Büro von Herrn Mielke gewesen. Hier ging es rein. Während sich die Demonstranten an Blechtüren, Propagandabroschüren und wertlosen Akten vergehen, sitzt der kommissarische Chef des Hauses im Dunkeln. Meine Aufgabe besteht darin, mit der Entscheidung der Regierung der DDR dieses Amt aufzulösen, die Geschäfte hier abzuwickeln. Muss natürlich sein bei aller Regierung und bei allen Bürgervertretungen, aber es muss ja Leute geben, die hier auch bestimmte Fach- und Sachkompetenz haben. Sie sind auch ehemaliger Angehöriger der Staatssicherheit? Ja, sicherlich. Ich bin hier ausschließlich wegen dieser Aufgabe hierher versetzt worden aus dem Bezirk Frankfurt-Oder. Da es aus dem ehemaligen Ministerium natürlich keine Kader mehr gibt, Führungskader. Wie Sie wissen, Herr Mielke sitzt. Alle anderen sind entlassen. Und einer muss, wie sagen wir, die Konkursmasse verwalten. Und das bin ich. Zweiter Versuch, die Stasi aus den Angeln zu heben.
Schildbürgerstreiche. Endlich hat man einen Bereich entdeckt, der entfernt an geheimdienstliche Aktivitäten erinnert. Allerdings haben die Geheimdienstler von hier aus lediglich sich selbst überwacht. Dem Sozialismus in seinem Lauf. Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Ein Dichterwort des Genossen Erich Honecker. Das Volk richtet sich ein unter sozialistischer Intarsienarbeit. Der Konkursverwalter zeigt Verständnis. Es gibt bei unseren Menschen sehr wenige Kenntnisse über dieses Organ, aber das kann man den Menschen nicht zum Vorwurf machen, sondern das müssen wir uns zum Vorwurf machen, weil wir, und ich muss sagen, die Befehlslage war so, einfach keine Möglichkeit hatten, uns transparenter zu machen. Mittlerweile blicken auch einige Demonstranten durch. Angelockt durch einen Lichtschimmer entdecken sie die Nachrichtenzentrale des Geheimdienstkomplexes. Freundliche Stasi-Techniker übernehmen die Führung. Und das hier? Das ist der zentrale Messraum. Bürger haben draußen gesagt, von hier wäre auch abgehört worden aus diesem Gebäude. Also das kann ich hundertprozentig hier sagen, dass also aus diesem Gebäude hier erstmal keine Abhörzentralen irgendwo existieren. Die Telefonzentrale eines stillgelegten Geheimdienstes in voller Aktion. Das Leben geht weiter. Ich bereue nichts, ich bin 16 Jahre dabei und ich glaube, haben wir auch nichts vorzuwerfen. Sicherlich müssen wir uns auch in der Zukunft in vielen Fragen neue Gedanken machen müssen, und um nicht als Wendehals oder sonst jemand hier abgestempelt zu werden. Es ist sehr schwer, nach mehreren Jahrzehnten Arbeit hier alles aufzugeben. Ja? Man hängt ja auch dran. Das ist normal. Wie lange haben Sie hier gearbeitet? Über 20 Jahre. Kehr aus im Stasi-Hauptquartier. Revolutionäre beseitigen die Spuren der Revolution. Besen rein in die Zukunft. Ein Blick zurück. Wir waren hier noch, also ich war das letzte Mal im Juni hier drin, aber als in Haft. Ne? Ja. Wann wart ihr das letzte Mal hier drin? Also das erste Mal hier, ich glaube 1976 in Haft gewesen. Und das letzte Mal im Juni diesen Jahres nach einer Demonstration im Zusammenhang mit dem Wahlbetrug. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, aber ich hoffe, ich weiß nicht, ob das hier was anderes ist. Das hätte ich mir nie vorgestellt, dass ich Ihnen meine Telefonverbindung herstelle. Nee, ich auch nicht, dass ich das Weshalb, wer sind Sie? Ich bin der Tempel. Und dich. Wolfgang Tempel. Und Initiative für die Menschenrechte. Und Sie waren auch mal in Haft hier? Ich hatte immer in anderen Teilen des Gebäudes zu tun, sagen wir so. Also in dem Gebäude haben wir nicht gesessen, wir haben gegenüber gesessen, das gehört mit zu dem Komplex. Dort gibt es einen speziellen Barackenbereich, wo also auch Gruppenvernehmungen durchgeführt wurden, und das ist jetzt nicht in diesem Komplex, sondern noch außerhalb. Das Ganze dürfte ja hier also beinahe ein Kilometer mal ein Kilometer sein. Ich muss Sie dahingehend aufmerksam machen, es gab in diesem Ministerium eine Befehlslage. Ich unterstand der ausdrücklichen Befehlsgewalt des Ministers. Und ich habe Befehle und Weisungen des Ministers durchgeführt, von denen ich mich natürlich, oder zumindest von einigen, die sich insbesondere mit den Andersdenkenden beschäftigen, natürlich aus meiner heutigen Sicht voll distanziere. Wendezeit. Kurz vor Mitternacht ist die Invasion beendet. Die revolutionäre Konfettiparade ist vorbei. Das Stasi-Gebäude steht noch, der Geheimdienst kann zufrieden sein. Die DDR ist so alt wie das Ministerium für Staatssicherheit. Die Regierung des sowjethörigen Oststaates wurde ohne vorausgegangene Wahlen bestimmt. Zum Präsidenten der Deutschen Ostrepublik wurde vom Volksrat der Vorsitzende der SED, Wilhelm Pieck, gewählt. Otto Grotewohl, der zweite Vorsitzende der SED, wurde Ministerpräsident. Walter Ulbricht, SED, einer der drei stellvertretenden Ministerpräsidenten. Von Anfang an beruhte die gesamte staatliche Autorität in der DDR auf geliehener Macht. Nur die Sowjetunion garantierte Eigenstaatlichkeit und die Parteiherrschaft der SED. Schon vor der Gründung der DDR hatten sowjetische KGB-Offiziere in der von ihnen beherrschten Zone einen neuen deutschen Geheimdienst aufgebaut. Der Staatssicherheitsdienst
war aus zwei Vorläufern gebildet worden, dem politischen Kommissariat K5 und dem Ausschuss zum Schutze des Volkseigentums. Erster Minister für Staatssicherheit, Wilhelm Zeisser. Nach dem Aufstand des 17. Juni löste ihn Ernst Wollweber ab. Doch schon 1957 übernahm ein Mann die Macht, der von Anfang an dabei war, Erich Mielke. Im Namen des Volkes tritt das oberste Gericht zusammen. Geheimdienst und Justizterror in den frühen Jahren der DDR sind untrennbar mit seinem Namen verbunden. Der Staatsanwalt verließ die Anklage gegen 7 Agenten imperialistischer Geheimdienste. Ausschnitte aus einem DDR-Propagandafilm. Das oberste Gericht sprach das Urteil. Im Namen des Volkes das folgende Urteil. Wegen Verbrechens gegen Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik und Kontrollratsdirektive Nummer 38, Abschnitt 2, Artikel 3a3, werden verurteilt. Der Angeklagte Lehmann zum Tode. Van Ackern zu lebenslänglich Zuchthaus. Koch zum Tode. Eich zu lebenslänglich Zuchthaus. Schneising 12 Jahre Zuchthaus. Baumgart 15 Jahre Zuchthaus. Schuminski 15 Jahre Zuchthaus. Und so erhielt jeder der Agenten seine gerechte Strafe. Es gilt heute, den Agentenzentralen des Westens ihr verbrecherisches Handwerk zu legen. Ihnen eine verstärkte Massenwachsamkeit entgegenzustellen. Unsere Staatsorgane bei der Sicherung und beim Schutz unseres friedlichen Lebens zu unterstützen. Nach militärischem Muster organisiert, unterhielt das Ministerium für Staatssicherheit nebenbei noch eine eigene Armeeeinheit. Das Wachregiment Felix Dzerzhinsky, 1967 benannt nach dem Leiter des sowjetischen Geheimdienstes Cheka, später KGB. Das Wachbataillon wuchs im Laufe der Jahre auf eine Stärke von 18.000 Mann. Eine Eliteeinheit unter dem persönlichen Befehl des Stasi-Generals Erich Mielke. Wir versuchten, an der Macht der Arbeiter und Bauern zu rütteln. Dort gab es keine Zweifel und keine Gnade. Diese große und entscheidende Lehre aus dem Kampf der Bolschewiki und der Schika haben die deutschen Kommunisten und die deutschen Schikisten nicht vergessen und werden sie niemals vergessen. Es erfüllt uns deshalb mit besonderem Stolz die Verleihung des Namens Felix Edmundowitsch Dzerzhinsky an das Wachregiment Berlin des Ministeriums der Staatssicherheit am Vorabend des 50. Jahrestages der Gründung der Schika vornehmen zu können. Wir haben, Genossen, liebe Abgeordnete, einen außerordentlich hohen Kontakt mit allen werktätigen Menschen. In überall. Ja, wir haben einen Kontakt, ja, wir haben einen Kontakt. Ihr werdet gleich hören. Ihr werdet gleich hören, warum. Ich liebe doch alle Menschen. Na, ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Wie sehr sich das Amt des liebenden Genossen Mielke für die Belange des Volkes interessierte, wird erst jetzt Schritt für Schritt deutlich. Hauptpostamt Berlin-Ost. So wie in allen größeren Postämtern der DDR verfügte die Staatssicherheit hier über eigene geheime Kontrollräume. Ja, das ist also der Eingang zu den Räumen, die das ehemalige Ministerium für Staatssicherheit genutzt hat. Mitarbeiter des Bahnpostamtes oder der Deutschen Post überhaupt haben diese Räume nie betreten. Das können wir machen. So, ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir mal die gesamte Etage durchgehen. Sie hatten mich ja in unserem Gespräch auch nach der Größe dieser Einrichtung gefragt. Das ist eine Etage in einem Betriebsteil. In drei Schichten rund um die Uhr saßen hier hunderte von Stasi-Beamten und öffneten über Wasserdampf die Briefe ihrer Untertanen. Man könnte es vielleicht ahnen, aber gewusst hat keiner was. Weil meine Ahnen kann man viel, aber man kann nichts beweisen. Nicht? Und das ist das Entscheidende dabei. Nicht? Und dabei ging man ja aus, dass alles rechtens ist. Ist denn jeder einzelne Brief, der durch Ihr Postamt gegangen ist, hier durchgelaufen? Im Prinzip eigentlich ja.
Bisher werden in Ost-Berlin nur die Ereignisse vom 7. und 8. Oktober untersucht, als Stasi und Volkspolizei Demonstranten niederknüppelten. Die Routinearbeit des Geheimdienstes steht noch nicht auf der Tagesordnung. Doch immer wieder werden die drei Regenten von 44 Tagen Übergangszeit nach den Verantwortlichkeiten im geheimen Machtapparat der SED befragt. Und immer läuft es auf zwei Personen hinaus. Die Befehlslinie war eindeutig, wie übrigens bei solchen größeren Veranstaltungen immer. Es war immer die Befehlslinie Erich Honecker, Erich Mielke. Und die offizielle Informationslinie war auch immer die von Erich Mielke zurück an Erich Honecker. Ich kann mich an mehrere Besprechungen erinnern, wo gerade dieses Prinzip von Erich Mielke immer wieder betont und unterstrichen worden ist. Der Sozialismus als Zwei-Mann-Betrieb. Zu ihrer persönlichen Rolle im Räderwerk des organisierten Staatsterrors wollen sich die ehemaligen SED-Strategen auch heute noch nicht bekennen, höchstens ganz allgemein und eher philosophisch. Das gemeinsame Anliegen bestand natürlich darin, den Sozialismus nach den damaligen Vorstellungen in diesem Lande zu sichern. Das war das gemeinsame Anliegen der Partei, des Staates und als Teil des Staates natürlich auch des Staatssicherheitsdienstes. Sie hatte sicherlich von Anfang an ein Konzept, also möglichst flächendeckend zu wirken. Das war die Funktion dieser Institution, wenn man so will. Also in welchem Maße danach die Sache noch flächendeckender ausgebaut wurde, korrespondiert ja alles mit politischen Entwicklungen. In dem Augenblick, wo sich die Widersprüche im Land verschärfen, wo Proteste laut werden, werden natürlich solche Sicherheitsapparate also quasi gesetzmäßig sich immer intensiver etablieren und meiner Meinung nach auch extensiver. Die extensive Bespitzelung eines ganzen Volkes war bezirksweise organisiert. So gibt es allein in Ost-Berlin neben dem gigantischen Ministerium für Staatssicherheit auch noch die Stasi-Bezirksverwaltung mit 2500 Mitarbeitern. Auch dieser Komplex wird zurzeit unter Aufsicht von Staatsanwälten und Bürgerkomitees aufgelöst. Die Stasi-Erbschaft wandert auf den Müll oder als mildtätige Spende an andere Behörden. Und bei den Aufräumarbeiten entwirrt sich Stück für Stück das geheime Spitzelnetz der Staatssicherheit. Ein Land, in dem das öffentliche Telefonsystem nur mühsam funktioniert, leistete sich bei der Lauscharbeit erhebliche Überkapazitäten. In diesem Schaltzentrum wurden Telefonleitungen angezapft und in die eigentliche Abhörzentrale Johannisthal umgeschaltet. Erst einen Tag nach der Abrüstung gab der Militärstaatsanwalt die Räume zur Besichtigung frei. Hier sind die nächsten Räume. Ja. Was ist das? Was sehen wir hier? So, hier war einer der Abhörstützpunkte. Insgesamt gab es 6 in Berlin. Die Kapazität war aber in Gesamt-Berlin auf 1000 Teilnehmer ausgerichtet. Wie alles, was wir hier mitgekriegt haben, es waren Überkapazitäten vorhanden. So konnten aus personellen Gründen nur 250 Gespräche gleichzeitig abgehört werden. Bei 6 solchen Ämtern allein in Berlin kamen so täglich ein paar 10.000 abgehörter Telefonate zusammen. Das Waffenlager. Bitte, wir haben nichts zu verbergen. Sie können gehen. Einen Tag nach der Räumung ist die Öffentlichkeit willkommen. Die deutsche Volkspolizei hat sämtliche Bestände übernommen. Es wurde ordnungsgemäß übergeben und übernommen, laut den Einnahme- und Ausgabebelegen. Und das Ergebnis sind die geleerten Räume. Die Herren vom Bürgerkomitee sind seinerzeit mit den einzelnen Transporten mitgefahren und haben sich von der Verbringung der entsprechenden Bewaffnung und der Munition überzeugt. Das Bürgerkomitee fotografierte die Kammer kurz vor dem Abtransport der Waffen. Alles für Munition hier müssen. Eine Bestandsaufnahme beim gesamten Staatssicherheitsdienst der DDR ergab 124.593 Pistolen, 76.592 Maschinenpistolen und Gewehre sowie Panzer- und Flugabwehrgeräte. Eine Armee außerhalb der Armee, ein Staat im Staate. Viel zu tun für die Bürgerkomitees. Berlin, Rotes Rathaus, Freitag früh. Der grüne Tisch tagt. Nach einer Vereinbarung zwischen Opposition und DDR-Regierung kontrollieren Bürgerkomitees gemeinsam mit zivilen und Militärstaatsanwälten die Auflösung der einzelnen Stasi-Stützpunkte.
An diesem Tage sind von insgesamt 600 vom Computer aufgelisteten Objekten in Berlin 120 zur Begutachtung ausgewählt worden. Arbeitsgruppen werden gebildet. Treptow. Und alle Treptow. Ja? Einmal Militär und einmal Liebhack. Ludwig, Ida, Emil, Paula, Anton, Cäsar, Konrad. Dienststelle Militäroberstaatsanwalt. Entweder ein ziviler oder ein Militärstaatsanwalt verleiht den Bürgerkomitees bei ihren Stasi-Kontrollen die notwendige Autorität. Das nötige Fachwissen können sie ihnen auch nicht vermitteln. So stehen die Geheimdienstkontrolleure bei passivem Widerstand ihrer Kontrollobjekte oft auf verlorenem Posten. Beispiel: das Stasi-Verwaltungszentrum in Berlin-Hohenschönhausen. Hier ist noch alles beim Alten. Zum Wachregiment Tschetschensky gehören Sie auch. Ja, klar. Ja. Sind Sie denn noch bewaffnet? Bewaffnet? Ich bin Waffenträger, ja klar. Aber die Waffen sollten doch alle abgezogen werden, oder nicht? Ja, klar sind sie abgezogen. Aber Sie haben doch auch noch eine. Ja, klar habe ich eine Waffe bei mir. Warum soll ich keine haben? Ich dachte, die Waffen sollten alle weg. Ja, die Waffen kommen auch weg. Aber Sie sind noch nicht entwaffnet, das ganze Wachregiment. Warum sollten wir entwaffnet sein? Ja, das war doch offiziell, sollte das doch so sein. Ich weiß doch nicht, worauf wir jetzt raus wollen, aber das ist immerhin noch eine militärische Einheit. Eine militärische Einheit, dazu gehört auch eine Waffe. Würde ich zumindest sagen. Ich weiß nicht jetzt, wie Sie das sehen, aber das ist meine Meinung und dabei bleibe ich auch. Bitte. Nach Anordnung der Regierung Modrow sollten alle Stasi-Mitarbeiter schon seit Wochen entwaffnet sein. Das Bürgerkomitee will das berüchtigte Stasi-Gefängnis besichtigen, doch als man drin ist, weiß man nicht, was man eigentlich sucht. Dann macht man sich auf die Suche nach der Nachrichtenzentrale. Die Bürger irren in Begleitung eines angeblich ortsunkundigen Stasi-Beamten durch die Flure. Alles, was nicht eröffnet werden wurde, wo ist denn die Nachrichtenzentrale? Wo sind die Räume? Sie fragen mich zu viel. Ich weiß es in der Tat nicht. Ja, welche Räume konnten wir nicht aufmachen? Wir haben nicht da hinten probiert, waren hier irgendwo müsste es sein. Es waren mehrere Räume. Aber doch auf der Sicherungskasten gibt keine Auskunft über die Örtlichkeit. Karteigerät. Raum 04. Dann findet man zumindest eine verschlossene Tür. Ein Hausmechaniker wird gerufen und öffnet das Schloss. Dahinter allerhand Technik und eine weitere Tür. Ein Stasi-Hilfsarbeiter gibt den Bürgern Amtshilfe. Vergeblich. Schließlich gelingt es einem technisch versierten Mitglied des Bürgerkomitees, die geheimnisvolle Tür mittels eines Schraubenziehers und seines eigenen Haustürschlüssels zu öffnen. Man besichtigt das geheimnisvolle Büro und stößt, neben Topfpflanzen, auf einen Computer. Eine Mülltüte wird inspiziert und tatsächlich finden sich zerrissene Papiere. Doch auch eine Rekonstruktion ergibt wenig Erhellendes. Die Frustration steigt. Und jetzt stellt sich heraus, es dauert und dauert und dauert. Das geht den ganzen Tag. Die Staatsanwältin hat das vorhin gesagt. Nein, das geht nicht den ganzen Tag. Heute Nachmittag waren Sie heute Nachmittag sind Sie mal, jetzt gekommen. Ist es 17 Uhr. Seit wann sind Sie hier? Ich weiß es nicht konkret, wissen Sie das? Halb zwei, ja. Das kann nicht sein. Wir haben ja in der Zeit ständig telefoniert mit einem runden Tisch und so weiter und so fort. Ja, wir haben ja die Anrufe gekriegt, aber wir haben uns in der Zeit. Das habe ich noch nicht veranlasst. Das ist ein völliges Missverständnis. Ich bitte darum, das auch so aufzufassen, dass wir Sie keiner in Ihrer Arbeit selbst hindern. Das war hier ein reines Rückmaß. Ein Abstecher in die Provinz.
Frankfurt an der Oder, vergangenen Freitag. Das Bezirksamt des Stadtsicherheitsdienstes ist schon seit Wochen und als eines der ersten in der Republik unter Verwaltung eines Bürgerkomitees. Die Aktenräume sind versiegelt und die Bürger achten darauf, dass niemand Dokumente vernichtet. Auf die Dauer eine eher ermüdende Tätigkeit. Wenig Abwechslung bietet auch die Besichtigung des sogenannten Traditionszimmers der Geheimdienstfiliale. Stasi Nippes zeugt von der ruhmreichen Vergangenheit einer Schnüffelbehörde. Hier hängen auch die führenden örtlichen Stasi-Köpfe der vergangenen 40 Jahre. Der letzte löst gerade in Berlin die Stasi auf. Rückblick. Und der Mitarbeiterbestand, also Bezirksverwaltung Frankfurt-Oder, um eine Größenordnung sichtbar zu machen, waren ca. 2300 Mitarbeiter, aber alle schon, alle vom Kraftfahrer über Sekretärin bis hin zu dem operativen Mitarbeiter. In etwa, ich möchte das vorsichtig ausdrücken, 10% dieses Mitarbeiterbestandes haben sich mit Andersdenkenden, nennen wir es so, beschäftigt. Und wie viel Andersdenkende hat jeder Mitarbeiter sozusagen geführt? Kann man das so ungefähr sagen? Nein, das kann man nicht sagen. Es gab, wie Sie wissen, eine spezielle Abteilung, die sich mit dieser Problematik beschäftigt hat, die Abteilung Römisch 20. Und die hatte in Frankfurt-Oder eine Mitarbeiterstärke, also nehmen Sie mich nicht jetzt wörtlich, aber ich glaube um 50 Mitarbeiter. So wird jetzt schon an Legenden gestrickt. Die Stasi habe sich etwa primär um Faschisten gekümmert und nicht die eigenen Bürger verfolgt. Dabei saßen in den Zellen der Stasi-Gefängnisse in Frankfurt und anderswo fast ausschließlich Andersdenkende, deren einzige Verbrechen im Verteilen von Flugblättern, Ausreiseversuchen oder auch nur allzu intensiven Westkontakten bestanden. Wie viele Bürger in den Zellen der Stasi-Gefängnisse einsaßen, wie lange, warum und wie sie behandelt wurden, darüber können nicht einmal Schätzungen abgegeben werden. Der Terror war allgegenwärtig und allgegenwärtig war die Angst. Ein Beispiel nur aus Frankfurt an der Oder. Der Fall Horst Lademann, 20 Jahre SED-Mitglied und Direktor einer volkseigenen Metallbaufirma. Er wurde beschuldigt, seine Firma durch Misswirtschaft geschädigt und zu viele Westkontakte unterhalten zu haben. Nach 1,5 Jahren Stasi-Haft gab er ein falsches Geständnis ab. Wenn man dann in so einem Mehrzweckraum so eine Zelle von 10 Quadratmeter mit zwei Personen, mit allem ohne Licht, Luft und Sonne dort eingesperrt ist, 11 Monate lang, außer am Wochenende täglich von früh bis abend verhört wird, mit sich permanenten Unterstellungen widersetzen muss und dann gesagt kriegt, nach einem Vierteljahr, merken Sie sich mal ernst, länger als 6 Monate hat das hier gesundheitlich noch keiner durchgestanden. Und als diese 6 Monate dann überschritten waren, gesagt wurde, für Sie ist es Ihr Leben und für uns ist es unser Beruf und wenn Sie nicht zu den Aussagen kommen, die wir von Ihnen erwarten, dann verdoppelt sich eben die Urlaubszeit für Sie. Und dann hat das schon an und für sich eine recht ausreichende psychologische Wirkung. Dann braucht man nicht zusätzlich geprügelt werden. Die Welt des Stadtsicherheitsdienstes. Ein Imperium für sich, von den Folterkellern bis zur Zuchtanstalt für Parteiblumen. Farben wurden nicht gefordert. Das, was sich ergeben hat, es war lediglich so, dass natürlich rote Nelken, wie es bei uns üblich war, bei Auszeichnungen oder bestimmten Anlässen, die rote Nelke hatte Symbolwert und die wurde natürlich vordergründig gewünscht. War gar nicht so im Sinne der Gärtner, weil also praktisch die rote Nelke ja doch ein bisschen tot ist. Die Stasi-Gärtner haben sich schon umgestellt. Rote Nelken, ein auslaufendes Modell.
Herr Pötzl, Mielke als Sicherheitsmann und späterer Stasi-Chef, Erich Honecker als Karrierefunktionär und dann Generalsekretär des ZK, der SED. Erzählen Sie uns etwas über die Berührungspunkte in den Biografien der beiden. Ich denke, sie sind sich das erste Mal 1955 oder 56 begegnet. Erich Mielke ist von einer Schulung aus Moskau zurückgekommen, wurde im ZK zuständig für Sicherheit, damit also auch für die Staatssicherheit. Erich Mielke war Vizeminister in diesem Ministerium und ist mit Honeckers Hilfe 1957 Staatssicherheitsminister geworden. Das heißt, er hatte gegenüber Erich Honecker eine gewisse Dankesschuld abzutragen. Es war ein sehr enges Verhältnis von dieser Zeit an. Vorher, wenn ich das vielleicht kurz streifen darf, Honecker war ja inhaftiert in Hitler-Deutschland. Also bis 1945 wurde von der Roten Armee dann befreit, während Erich Mielke nach dem Polizistenmord am Bülowplatz, heute Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin, 1931 nach Moskau geflüchtet ist, dann noch in Spanien bei den Roten Brigaden gekämpft hatte und wieder nach Moskau zurückging. Also sie hatten sehr unterschiedliche Erfahrungshintergründe. Nicht Mielke geprägt eben auch von Moskau, weil er dann in den Kriegsjahren in Moskau lebte, wo ja auch die Gruppe Ulbricht, also diejenigen, die nach dem Krieg, nach der Niederlage Deutschlands in der damaligen sowjetischen Besatzungszone die DDR aufgebaut haben, in dieser Gruppe war er, während Erich Honecker eher ein Seiteneinsteiger war. Und als Erich Honecker 1971 erster Sekretär wurde, Herr Diesler hat vorhin darauf hingewiesen, dass dieses der Beginn einer Liberalisierung in der DDR gewesen sei, im Unterschied zu Walter Ulbricht. Das ist sicherlich einerseits richtig, aber andererseits hat Erich Honecker in dieser Zeit ganz beträchtlich die Staatssicherheit mit Mielke zusammen ausgebaut. Das heißt, diese Liberalisierung im Bereich der Jugend, der Kultur, war erkauft durch eine verstärkte Kontrolle. Wofür stand der Name Mielke in der DDR? Mielke war einfach der Chef der Firma Horch und Greif oder Horch und Guck, also des Spitzelapparates. Ich glaube, in der DDR ist weniger das wahrgenommen worden, was natürlich auch jede westliche Demokratie macht, nämlich Spionage im Ausland, was natürlich de facto auch zu seinem Apparat gehörte. Aber das Eigentliche war eben die Staatssicherheit im Inneren. Und man muss darauf hinweisen, also am Ende der DDR, Ende 89, gab es 91.000 hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter und 173.000 informelle Mitarbeiter. Heißt, auf 180 DDR-Bürger kam ein Hauptamtlicher und auf 100 DDR-Bürger ein heimlicher Spitzel. Ist kaum vorstellbar. Kaum vorstellbar. Würden Sie auch von so einer Aufgabenteilung, sage ich jetzt mal, sprechen? Die funktioniert ja immer wieder. Also der Bad Guy auf der einen Seite, Mielke und Good Guy, der liebe Hanni auf der anderen Seite? Also jedenfalls haben sie es nach außen weithin so demonstriert, dass Erich Honecker als derjenige in Erscheinung treten konnte, der auch Humanitäres erfüllte. Das heißt, er hat den, gerade auch durch den Rechtsanwalt Wolfgang Vogel, durch diese Unterhändlertätigkeit, Familienzusammenführung, Häftlingsaustausch, hat er sich als den Humanitären darstellen können, der im Grunde repariert hat, was sein eigenes System angerichtet hat, muss man ja auch sagen, während Mielke der Trauhauf war, der zum Beispiel auch ein entschiedener Verfechter der Todesstrafe war, während Erich Honecker ja auf deren Abschaffung drängte. Wie hat sich das Verhältnis zwischen den beiden dann entwickelt? Während der Regierungszeit Honeckers war es sehr eng, sagen wir, auf dem dienstlichen Sektor. Also man weiß, dass die beiden sich nach jeder Politbürositzung am Dienstag jeder Woche zurückgezogen haben zu Vier-Augen-Gesprächen und Sicherheitsfragen besprochen haben. Also auf dieser Ebene war ein sehr intensiver Austausch. Menschlich hatten sie wohl ihre Probleme miteinander. Mielke konnte es wohl nicht so richtig leiden, dass er also nicht wirklich zu den Freunden Erich Honeckers gehörte, dass er also da ausgeschlossen wurde aus seinem privaten Bereich. Ein bisschen hatten Sie es ja schon angedeutet, dass es da ja wohl gewisse Abhängigkeiten gab. So, welchen Dienst hat der eine mal dem anderen erwiesen und umgekehrt?
Ich weiß jetzt nicht, worauf Sie hinaus wollen. Beispielsweise bei der Abhängigkeit dieser beiden Personen. Wie sah die aus? Oder haben die vollkommen unabhängig voneinander gehandelt, würden Sie das sagen, dass die beiden keinen Bezug... Mielke war einfach der Oberste dieses Apparates, der Berichte an das Politbüro über die innere Lage in der DDR liefern musste. Und davon war Erich Honecker in seinem Machtdenken, also in dem Denken um den Machterhalt, natürlich angewiesen. Und das waren offensichtlich sehr ungeschminkte Berichte, also auch solche, die auf Schwachstellen hinwiesen. Das war, glaube ich, auch ein wesentlicher Unterschied zu den Berichten, die aus dem SED, also aus dem Parteiapparat heraufkamen, die immer geschönt wurden, weil die Leute dann immer Schwierigkeiten kriegten, wenn sozusagen das Erfüllungszoll nicht erreicht worden war. Die Stasi-Berichte, die waren verlässlich. Wie hat denn Erich Honecker auf diese ungeschönten Berichte reagiert? Er hat sie oft einfach beiseite gelegt und hat unwirsch gesagt, ja, also da kann ich ja gleich Westfernsehen gucken. Also er hat es nicht glauben wollen oft. Nicht? Also das ist auch ein Teil dieser Verdrängung, die ihm so eigen war. Also alles, was ihm unangenehm war, hat er am liebsten verdrängt. Mhm. Meinen Sie, die Stasi hätte hinter einer gewaltbereiten Verteidigung der DDR gestanden? Ich glaube, sie hat es realistisch eingeschätzt, also wenn Sie jetzt auf 89 ansprechen, genau, dass die Sowjetunion nicht mehr eingegriffen hätte und dass die eigenen Mittel nicht ausgereicht hätten. Es hat natürlich die Versuchung gegeben, ist klar. Die haben ja nicht einfach freiwillig die Macht aus der Hand geben wollen. Aber in dem Bewusstsein, dass Moskau nicht mehr militärisch eingreifen würde. Und Mielke wusste es natürlich ganz genau, weil er wirklich ein Mann Moskaus war, mit sehr guten Drähten nach Moskau von seiner früheren Zeit, aber auch durch diese sehr intensive Zusammenarbeit mit dem sowjetischen Geheimdienst KGB, wusste er, also auf die sowjetischen Freunde ist jetzt kein Verlass mehr, wir können es darauf nicht ankommen lassen. Mhm. Dieser Begriff Stasi, man sagt ja immer noch Stasi-Unterlagenbehörde. Wird er im Grunde länger überleben, würden Sie sagen, als der Name Honecker? Der ist in Teilen ja schon vergessen fast. Ach, ich glaube, das wird sich noch mal ein bisschen drehen. Am Anfang, nach dem Ende der DDR, hat sich eben alles auf die Stasi gestürzt, weil dieses etwas war, was die Menschen auch so unmittelbar berührt hat. Weil sie auch so neugierig waren, was ist über mich aufgeschrieben worden. Ich meine, viele waren auch enttäuscht, dass nichts aufgeschrieben worden ist. Aber es sind natürlich viele Schicksale dadurch aufgehellt worden. Und das war vordringlicher, vor der Frage, ob man sich noch mal vor dem historischen Hintergrund der Persönlichkeit Honeckers nähert, ob man also sich die Frage stellt, welche Rolle hat er in der deutschen Nachkriegsgeschichte gespielt. Und ich denke, mit einem gewissen Abstand, und deswegen habe ich auch etwas Zeit ja vergehen lassen mit meiner Biografie, wird man sich darüber noch mal Gedanken machen, denn Sie dürfen eines nicht vergessen. Honecker war länger erster Mann des ostdeutschen Staates, als jeder westdeutsche Bundeskanzler die Bundesrepublik regiert hat. Über die Zeit hinaus, wo er schon als Ulbrichts zweiter Mann sozusagen auch schon die Fäden gezogen hat. Also er hat ganz entscheidend für 17 Millionen Ostdeutsche Schicksal gespielt. Und ich denke, mit einem gewissen Abstand wird man das noch mal genauer wissen wollen. Mithilfe des auch schon angeschlagenen großen Bruders gelang es dem Staatschef AD am 13. März 1991 ins gerade noch sozialistische Moskau zu fliehen. Mit preußischem Exerzierschritt marschierte man dem Ende entgegen. 7. Oktober 1989, 40. Geburtstag der DDR. Letzter öffentlicher Auftritt eines Staatschefs. Staatsbegräbnis mit militärischen Ehren. Auf unseren Nationalfeiertag, den 14. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Ohne es zu wissen und wohl auch ohne es wissen zu wollen, ein letztes Prosit auf den real existierenden Sozialismus. Eineinhalb Jahre später Besuch bei Erich Honecker im sowjetischen Exil. Inmitten des weitläufigen Sokolniki-Parks im Norden Moskaus hat der ehemalige Staats- und Parteichef der DDR Unterschlupf gefunden. In einer Außenstelle des General-Mandrika-Hospitals. Hier dürfen verdiente Mitarbeiter des sowjetischen Machtapparates ihre Leiden auskurieren. Der gesamte Komplex ist hermetisch abgeriegelt, Zugang nur mit Genehmigung von höchster sowjetischer Stelle.
Suite Nummer 603. Schade, dass es keine Sonne da gibt. Ja? Du hast geschwitzt, komm mal wieder rein. Der alte Herr muss auf seine Gesundheit achten. Ehefrau Margot Honecker, geborene Feist, ehemalige Ministerin für Volksbildung und verantwortlich für die Zwangsadoptionen in der DDR, übernimmt die Führung. Und? Naja, ist alles für die erste Hilfe. Ja. Am Anfang waren die Geräte noch angeschlossen. Jetzt sind sie glücklicherweise, brauchen sie nicht mehr angeschlossen sein. Aber die Ärzte sagen, sicher ist sicher. Ja. Ja, und so leben wir das. Margot und Erich Honecker, die letzten Republikflüchtigen. Seit anderthalb Jahren. Man gewöhnt sich. Man gewöhnt sich. Man kann sich an alles gewöhnen. Ja, nach so vielen Jahrzehnten Arbeitsleben ist das natürlich nicht gerade geruhsam, aus dem Kopf zu leben. Das hätte sich der Organisator des Mauerbaus in Berlin 1961 wohl nicht träumen lassen, dass auch er das Gebiet seiner Republik einmal fluchtartig verlassen würde, wenn auch in umgekehrter Richtung, als Hunderttausende seiner Untertanen. Die Hexenjagd auf ehemalige Mitglieder der SED in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Der Versuch, die SED als verbrecherische Organisation abzustempeln, die Ausgrenzung von Lehrern, Wissenschaftlern, Richtern, Staatsanwälten, ja die Abwälzung aller Lasten der Vereinigung auf die Schultern der Arbeiter, der Bauern und Rentner, der Frauen, der Jugend, sie hat Ausmaße angenommen, die alle ehrlichen Menschen in der Welt zutiefst beunruhigen müssen. Wohin sollten das führen? Diese Frage stellt sich heute zwingender als je. Das sozialistische Weltbild, es stimmt für ihn noch immer. 1912 in Neuenkirchen Saar geboren, engagierter Sozialist, dann Kommunist. 1935 von der Gestapo festgenommen und vor dem Volksgerichtshof zu 10 Jahren verurteilt. 1945 freigelassen, begann er sofort den Aufbau der kommunistischen FDJ. Aufstrebender Jungfunktionär, politischer Ziehsohn des DDR-Gründers Walter Ulbricht, den er 1971 mit Hilfe der Sowjets absetzte und als Partei- und Staatschef beerbte. Fühlen Sie sich nun als politisch Verfolgter oder als politischer Emigrant, wie sagen wir mal, die deutschen Kommunisten in der Nazizeit, die in die Sowjetunion geflüchtet sind vor der politischen Verfolgung und Gefängnis und Todesstrafe? Oder wie fühlen Sie, wie betrachten Sie Ihren Status jetzt? Als Kurpatient oder Heilpatient? Wie Sie wissen, befinde ich mich gegenwärtig zum ersten Mal im politischen Asyl. Das wurde mir aufgrund meiner Bitte gewährt, weil solange der Haftbefehl besteht, ich selbstverständlich nicht Absicht habe, nach Deutschland zurückzukommen. Aha. Ich habe gesagt, mein erstes Exil, da werden viele überrascht sein, aber ich möchte betonen, dass ich zu denjenigen gehöre, die in Deutschland blieben, auch in dunkelster Zeit. Ja, man kann sogar sagen, dass ich aus dem damaligen Freien sah, in das Dritte Reich ging, um die Arbeit zum Sturz Hitlers zu organisieren. Sie sagten, ich muss es nochmal genauer machen, Sie haben sozusagen politisches Asyl hier bei den Behörden nachgesucht und haben es bekommen, oder? Ich habe dieses politische Asyl bekommen. Und bin den Sowjetunion dafür sehr dankbar. Sie haben darauf hingewiesen, dass schon oft, also deutsche Kommunisten, das auch in Anspruch nahmen. Das war eben auch zu dieser Zeit der Herrschaft des deutschen Faschismus. Und man kann sagen, gerade jetzt am Vorabend des Jahrestages, des demnächst Überfalls dass die Sowjetunion sich immer wieder als ein guter Freund von progressiven Menschen in der Welt gewährt. Nach der Wende und der Absetzung durch seine eigene Partei war Honecker zunächst in die Berliner Charité eingeliefert worden.
Als sein Gesundheitszustand es einigermaßen erlaubte, wurde er aus der Klinik heraus verhaftet. Von frisch gewendeten Staatsanwälten aus seinem eigenen Justizapparat. Vorwurf wörtlich: Herr Honecker, Sie werden beschuldigt, Hochverrat gemäß § 96 Strafgesetzbuch begangen zu haben. Honecker wies die Anschuldigung empört von sich. Er habe sich als Staatsratsvorsitzender, Generalsekretär der Partei und Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates strikt an die Verfassung gehalten, die der DDR, also die selbstgemachte. Von Unrechtsbewusstsein oder Selbstkritik keine Spur schon damals. Und so auch heute, seitdem die bundesdeutsche Justiz gegen ihn ermittelt. Die deutsche Justiz, die Justiz von Berlin-West, die nicht einen Nazi-Richter, keinen einzigen Richter des Volksgerichtshofes, auch nicht derjenige, der im zweiten Senat bei meiner Verurteilung saß, verurteilte. Und die sich ihrer politischen Unabhängigkeit gegenwärtig rühmt, begeht schlimmes Unrecht, wenn ihr jetzt nicht Einhalt geboten wird. Die Verhaftungen, Verfahren und angestrengten Prozesse, die jeder Rechtsgrundlage entbehren sind, ob man nur das haben will oder nicht, Gesinnungsterror und Gesinnungsprozesse. Zwei Tage nach seiner Festnahme wurde Honecker aus gesundheitlichen Gründen wieder auf freien Fuß gesetzt und fand Zuflucht bei einem evangelischen Pfarrer in Lobetal bei Berlin. Doch auch der Aufenthalt bei einem Opfer seiner Politik mobilisierte keinerlei Einsicht in das Unrecht des Stasi-Staates. Für was da so in den Zeitungen und Zeitschriften Gräuelmärchen steht, das macht vielleicht, ein bisschen kühl klingen,